4 Speedrunner, 3 Mega Man Spiele und ein gigantisches Race heute bei Speedrandale. Guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier bei Speedrandale. Ein bisschen ungewöhnlich, das, aber ich mochte es gerade sehr. War ganz cool. Aber noch viel geiler war dein Cold Opener. Das hat mich richtig heiß gemacht. 4 Mega Man Runner. 4 Mega Man Runner mit 3 Spielen, Sir. Bist du, hast, lebst du noch? Oh, ne, nicht ganz, aber hoffentlich. Okay. Hoffentlich wirst du dich wieder dann aufrappeln, denn ich glaube, es ist eine Premiere hier bei Speedrandale. Mhm. Wir hatten bisher Races, wir hatten bisher Mega Man-Spiele, wir hatten auch mehrere Mega Man-Spiele hintereinander, mhm, aber nie in dieser Masse. Ja. Wir haben heute 4 richtig tolle Mega Man X-Runner. Nicht nur Mega Man X1, sondern auch X2 und X3. Wir werden alle 3 Spiele in Folge sehen. Und ja, ein gigantisches Race, sozusagen. Ja. Wir können ja mal zu unseren Gladiatoren von heute schalten, denn wir sind jetzt gerade hier bequem unten im Studio, aber wir haben die Leute oben in unserer Gaming-Area verteilt. Hallo, hallo. Oh, ja, schaut das an. Wunderbar. Sogar den Button mit den Klatschern habt ihr bekommen. Erstmal, hey, schön, dass ihr alle da seid. Speedrandale-Kenner werden 2 Gesichter auf jeden Fall kennen. Ja. Zu unserer ganz Linken haben wir einmal Berlin Dude. Schön, dass du wieder da bist. Yay. Hi. Ja, du hast natürlich auch häufiger mal auch Mega Man hier gezeigt und viele, viele andere Spiele, aber auch ein Race, kann ich mich erinnern? No? Ja, wir hatten auch sogar schon ein 3er-Race, mhm, mit mir sogar als Teilnehmer, und war nicht so geil für mich. Wie fühlst du dich gerade? Ja, es ist voll hier. Warum wirst du gewinnen? Was ist dein Motto? Mein Motto ist, es ist tatsächlich mein letzter Auftritt in Deutschland, dass war auch so unsere Idee, dass wir uns noch mal zusammensetzen. Weil ich werde nach Zypern auswandern. In 2 Wochen bin ich weg. Und das ist ein grüner Abschluss für Deutschland, würde ich mal jetzt so cool sagen. Und deswegen werde ich gewinnen. Ah, wollen wir sagen, einerseits, wir werden dich natürlich sehr vermissen, aber du Glücklicher. War sehr schön, dass wir es noch mal machen können. Ganz zu unserer Rechten haben wir auch ein bekanntes Gesicht mit Maverick. Ich glaube, dich haben wir zuletzt, war das Gamescom letztes Jahr? Oder ja, warst du Gamescom noch mal letztes Jahr, wo genau er mich in Mega Man 2 Randomizer vernichtet hat. aber dafür musste er sich auch die Haare rasieren, habe ich ihm gesagt. Jetzt hat er die offizielle Speedrandale-Frisur. Die offizielle, ja, jetzt sind wir alle gleich. Wie geht's dir, Maverick? Oh, mir geht's wunderbar. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe nicht so den Reiz. Ich versuche ein bisschen mich eher locker zu machen und nicht so angespannt und ja. Und dann müsst ihr gewinnen. Und damit werde ich gewinnen. Okay. Genau. Ja, zu euch beiden haben wir 2 Neulinge bei Speedrandale. Mhm. Oder ich habe irgendwas übersehen während der Online-Zeiten. Zumindest im Studio seid ihr das erste Mal dabei. Ja. Sia, willst du uns die beiden mal vorstellen? Ja, klar. Wir haben einmal direkt neben Berlin Dude den Stahlbolzen. Hallo. Heute zum ersten Mal bei Speedrandale, ein Mega Man X Runner. Und ich glaube, X3 ist seine Spezialität. Ja, bisschen schneller als der Berlin Dude, aber oh ja, X2, das X2 wird schwierig. Okay, umso spannender wird das. Und dann zu seiner Linken haben wir den Gyoki. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nee. Absolut nicht, aber nicht schlimm. Ich hätte jetzt Giochi? Ja, das ist besser. Giochi? Oder genau. Giochi? Ja, das ist beides besser, das ist fein. Okay. Gio reicht. Genau. Okay. Gio, alles klar. Ja, übrigens, da wir so viele Signale und 1000 Sachen haben, wir haben unten in der Videobeschreibung nochmal eure entsprechenden Kanäle, Twitch-Handles und so weiter, damit man euch nochmal finden kann. Ihr alle, sehr versiert im Mega Man X-Runnen, könnt ihr sagen, von euch 4, wer jeweils in X1, X2 und X3 am besten ist? Könnt ihr euch einigen? Ja, das können wir eigentlich ganz gut. Ja. Maverick ist der Beste in X2. Giochi definitiv der Beste in X1. Und Stahlbolzen ist unser einziger 48er hier in 100% bei X3. Hm. Und ich bin so Der heute gewinnen wird. Gut in allem. Ich bin die Mischung. Du bist gut in allem. Du hast die 90%. Ich bin Durchschnitt in allem. Sagen wir es mal so. Ich bin Durchschnitt. Ja, aber im Trifecta-Zeit bist du aber schon gut dabei, ne? Ja, das macht es ja gerade so spannend. So, genau. Falls er so ein
schönes Vierer-Race ist. Da kann ja alles passieren heute. Genau. Einmal kurz, also wir sprechen gleich nochmal ab, wie ihr das angeht und wie wir das dann zeigen werden. Wir haben natürlich 4 Leute, die gleichzeitig spielen. Mhm. Es ergibt wenig Sinn, damit ihr alle nicht am Rad dreht dann draußen beim Zuschauen, wenn alle durcheinander quatschen die ganze Zeit. ihr könnt euch jetzt die meiste Zeit natürlich konzentrieren, euren Run in Ruhe zu machen. Werdet die 3 Mega Man X-Spiele hintereinander spielen. 100% jedes Spiel, ja? Genau. Genau. Wie macht ihr das mit den Wechseln zwischen den Spielen? Habt ihr dann irgendwie so einfach schnell Modul ein und aus oder Reset und Wechsel? Ja, tatsächlich trainiert, haben sie schon gesagt. Dass sie die Kassettentraining, die sitzen dann zu Hause und dann Kassette rechts, Kassette links. Unterm Wasserfall gesessen. Genau. Meditation. Chakra-Training und Pumpe rein. Okay, weil das zählt natürlich in die Gesamtzeit auch mit rein, weil wir haben jetzt nicht hier nochmal reine Ingame-Time, die genommen werden kann. Ja. Naja, es sind ja 15 Sekunden maximal. Also ich bin der Faulpelz. Ich habe ein Modul, auf dem alle 3 Sachen drauf sind. Das heißt, ich mache aus. Ja, aber wenn das kaputt geht, hast du auch ein Problem. Ja, da habe ich ja Reservemodule. Da kriegt dann wirst du durchdrehen. Das kriegt er mein Modul. Naja, auf jeden Fall. nee, klar. Was 15 Sekunden. Manchmal gibt es ja Probleme hier. Gerade alte Konsole, wisst ihr ja selber. Ja. Sia und Gregor, alte Technik. Also manchmal müssen sie auch 3-4 Mal reinhauen und pusten. Ja. Und wie kann man das? Ja. Ja, alles. Pusten aber, hilft aber immer. Und es gibt ja auch Unterschiede mit Emulator und Konsole noch. Genau. Bei den 2- und 3er-Teilen mit dem Extra-Chip. Ein bisschen weniger Lag und so. Also die Jungs haben ein bisschen mehr Lag in den späteren Spielen. Aber dafür haben sie daran wird es nicht scheitern. Auf jeden Fall sind wir alle guter Dinge, dass wir es beenden heute. So gut es geht. Ja, wir gehen da nochmal gerne weiter. Ich glaube, Gio hatten wir seine Hardware austauschen müssen. Also du spielst auch gerade mit artfremder Hardware. Deshalb, falls da was ist, hast du schon mal eine Entschuldigung. Ja, nein, das wird alles gut. Ich wollte gerade sagen, als Italiener ist Ausreden immer so ein Ding, aber wir lassen es mal. Wenn du gewinnst, wird am Grüntisch nochmal annulliert, deswegen. Ja, das kann nur in beide Seiten, also in beide Richtungen falsch. Im Nachhinein disqualifiziert oder so. Deswegen. Okay. Also Leute, Sie und ich werden hauptsächlich hier kommentieren, aber wir werden ab und zu mal, falls wir eine Nachfrage haben, natürlich zu euch schalten. Also wir versuchen das so wenig wie möglich zu machen, um euch nicht zu sehr abzulenken. Es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Das hat nämlich der Berlin-Dude mitgebracht für den Gewinner. Eine original Donkey Kong Country VHS. Wow. Das war eine Promo VHS von damals. Ja. Schau's dir an. Als Beweis, dass es wirklich eine VHS ist. Hier. Und sogar zurückgespult wurde. Ja, geil. Das, händisch, das Wichtige. Wunderbar. Das bekommt heute der Sieger. Und Trostpreise haben wir nämlich auch. Oh, Trostpreise gibt's auch. Denn der als Letzter abschneidet, bekommt den super lahmen Sonic. ein Sonic-Bumper. Oh, bekommt, ein Pin. Ein Pin, ist es. Ja. Und? Und hier gibt's dann noch ein paar Pad-Einheiten für die Pads, falls mal irgendwas kaputt geht, Austausch. Teile für Gamepads, falls die Bumper. Aber wichtig ist, dieser lahme Dude hier, der als Letzter abschneidet, der bekommt den lahmen Sonic. Na, wir haben eher gesagt, derjenige, der am meisten verkackt in irgendeiner Situation, aber wir können auch sagen, wer als Letztes reinkommt, der darf das Ding gerne mit nach Hause nehmen. Wir haben gleich einen Gesamttimer, der läuft. Ich werde nochmal händisch hier für die Leute, die zuerst durch sind, kurz mal Zwischenstopp für uns machen. Ansonsten werden wir es ja eher nachher noch mal in Ruhe timen können für das YouTube-Video. Mhm. Aber wir haben einen Timer und nicht 8 Milliarden Splits, also nicht so, wie ihr es gewöhnt seid. seid ihr denn bereit? Schlimmer kann es nicht mehr werden. Control schon alle umgestellt, ne? Ganz wichtig. Ah, nee, genau, ihr habt ja A-Dashers, ihr seid ja bei der A-Dashers, ne? Ich hab umgestellt. Wir müssen ja auch immer. Da verliere ich deswegen am meisten Zeit beim Spiele wechseln, weil ich immer umstellen muss. Wir müssen ja noch voll gemein Controls umstellen. Genau. Unfair. Gut, wenn ihr bereit seid, überlassen wir euch gerne den Countdown gleich. Wer dann auf 0 runterzählt und dann starten wir. Ich würde vorschlagen, ihr zählt uns von 5 runter, einer von euch beiden. Genau. Okay, das können wir auch einfacher machen. Auf 0 dann, oder? Genau, bei 0 starten wir dann. Okay, gut. Ja, wenn ihr bereit seid, dann fange ich gleich an. Ja, also ich bin bereit. Was mit euch? Alle 4? Okay, sind ready. Besser geht's nicht. Also, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viel Erfolg. Alright. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Auf, dass wir durch das Intro kommen. Alright. Intro Stage. Es gab hier ein Gentleman's Agreement, wie man es halt kennt. Jeder hat einmal ein Intro-Reset frei. Das heißt, falls Intro von irgendjemandem verkackt werden sollte, hat er die Möglichkeit, nochmal ein Reset aufzurufen. Was nicht so schlimm ist, weil das ist halt die allererste Stage. Hier kann sehr viel schief gehen bei einem Speedrun.
Deswegen haben sie sich darauf geeinigt, dass jeder ein Reset frei hat, falls mal was schief geht hier. Das ist interessant. Ich hätte gedacht, jetzt, dass die erste Stage schon so ausgelotet wurde, dass du eigentlich da kommst. Die kann man halt so krass perfektionieren. Also man will halt die Tricks machen und man hat halt sehr wenig Leben. Man will ja wenig Leben haben, damit am Ende der Weil einen sofort in seinen Grab nimmt. Mhm. Ansonsten musst du halt warten, bis er die Energie abzieht. Ja, diese forcierten Cutscenes direkt am Anfang, richtig. Da kann man natürlich auch hier einige schon mal Zeit verlieren. Ja. Gerade bei so einem Game wie X1, was schon auf die Millisekunde gefühlt durchgebrannt wurde, schon kann das den Aufschlag machen. Hier gibt es halt auch ein paar Tricks, die wir gleich vielleicht sehen werden. Taskcast nennt sich das. Wenn die Autos gleich kommen. Da sieht man doch schon bei Giochi. Sagt Gio einfach. Gio, ja. Dann passt das. Und bei Maverick, Maverick macht den auch. Oh, okay. Maverick hat es nicht ganz hingekriegt. Aber ja, bei Stahlbolzen sieht man es auch sehr gut. Er wird von dem Wagen getragen, was ein bisschen Zeit spart. Also ich sehe mal, selbst nach fast 2 Minuten hast du schon ganz dezente Unterschiede. Mhm. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Keiner muss resetten anscheinend. Aber alle haben das Intro überlebt. Ja. Als sein, der Typ wird uns jetzt noch. So, und jetzt sieht man es da direkt. Und nicht splitten, gibt's nicht mehr. Ich wollte schon Gio mit einem ganz kleinen Vorsprung. Aber super, super klein. Dicht gefolgt von Maverick und. Das heißt. Warte mal. Sorry, ich habe mich vertan. Berlin, du bist gerade einen Tick vor. Jetzt verstehen erstmal die Zuschauer nicht, was abgeht. Ja, hier bei 4 Schirmen gleichzeitig ist natürlich, also man kann schon sehen, wann gehen wo die Bildschirme auf. Richtig, richtig. Jetzt so, die Energie reicht schon, wenn du auf 2 Strichen bist. Ja, ne? Richtig, ja. Ist, also, weil wir haben ja Schalten. 3 wäre schon wieder zu viel, da musste er dich einmal hauen. Ich hätte so gelacht. So, natürlich ist das die 100%-Kategorie, die Königsdisziplin. Man fängt an mit Chill-Penguin oder Icy-Penguigo in der japanischen Version. Und Gregor, das habe ich dich schon mal gefragt, aber warum fangen die denn mit dieser Stage an? Weil wenn du sie machst, verändert das eine andere Stage. War es nicht das? Nein. Weil sie den Hadouken hier schon kriegen? Na, irgendwas war, ne? Wie kriegst du den Dash? Der Dash war es. Irgendwas kriegen sie auf jeden Fall. Du darfst mir diese Frage nicht alle 7 Jahre einmal stellen, Sie. Du weißt, mein Gedächtnis ist alt und löcherig. Ja. Wir haben bei allen aber auch nochmal gesehen, wir spielen hier die japanische Version. Richtig. Wir sind bei allen hier vorhanden. Natürlich 60 Hertz ist ja klar, dass du hier nicht mit einer PAL-Version ankommst. Das ist aber auch super wichtig fürs Timing, sonst funktionieren manche Sachen gar nicht. Ja, richtig. Außerdem sind da auch die Texte ein bisschen kürzer in der japanischen Version. Ja, das hilft auf jeden Fall. Hardware ist trotzdem unterschiedlich. Also wir haben hier teilweise mit dem Laptop gespielt. Wir haben Original Super Nintendos. Mhm. Und zwischendurch noch mal ein Retron drin, das hoffentlich standhält. Ja. Für den Speedrun. Kann es hier und da noch mal, je nachdem, wie es mit der Hardware beim Spielen ist, dann aussehen. Aber wir haben versucht, nach Möglichkeit trotzdem mal die gleichen Voraussetzungen zu geben. Mhm. So, der Dash ist quiet und jetzt kann der Speedrun losgehen. Ernen tut sehr gut ausgewichen. Ist auch jetzt gerade ein Tick vor. Ja. Bei Maverick dicht hinterher. Also fast, Alter, fast gleich. Ja, man sieht, da sind nur ein paar Frames auseinandergefüllt, ne? Mhm. Oh, jetzt aber? Ja, diese Stelle ist immer sehr tricky. Ja, tricky. Sowohl Berlin Dude als auch Maverick haben so ein kleines bisschen gestruggelt, ja. Let's think. Almost. So, alle jetzt beim Boss angekommen. Dieser Boss ist natürlich super nervig, weil er sehr RNG-heavy ist. Diese Slides, die du gerade bei Berlin Dude siehst, die willst du eigentlich nicht sehen, weil während er diese Slides macht, ist er komplett unverwundbar und muss warten, bis er fertig ist. Also je weniger Slides du hast, desto besser. Berlin Dude hat gerade sehr viele Slides, also nicht gerade wenig, sagen wir es mal so. Das kannst du nicht wirklich, das ist wirklich RNG, ne? Das kannst du nicht bestimmen oder lenken. Berlin Dude ist als erster fertig, dicht gefolgt von Gio und Maverick jetzt auch. Also RNG war relativ ähnlich bei allem, würde ich fast sagen. Vielleicht war Gio ein bisschen glücklicher, aber... Zu Hause sind, ne?
Nee. Super schlimm war es jetzt bei keinem. Wie enorm ist bei X1 so RNG allgemein? Gibt es da viele Stellen, wo die so richtig verkacken kannst, ja, ohne deinen zu tun? Ja, es gibt gerade in X1 gibt es wirklich ein paar heavy RNG Segments, wie zum Beispiel jetzt bei Berlin Dude. Er nimmt nämlich eine andere Route. Er macht Storm Eagle. Und Storm Eagle hat auch sehr viel RNG. Die anderen drei nehmen Buma Kuwanga, weil die machen den Ice-List-Skip, den macht Berlin Dude nicht. Mhm. Und auch nicht den Carpet, deswegen macht Berlin Dude auch eine andere Reihenfolge. Okay, interessant. Es wird natürlich dann allerspätestens wieder potenziell sinken, wenn wir zu den späteren Stages kommen, nach der ersten Nacht. Aber kann ich auch sehr gut verstehen vom Berlin Dude, weil es sind halt wirklich gerade dieser eine Trick, den wir hoffentlich gleich bei den anderen drei sehen werden, ist extrem schwer, Pixel und Frame Perfect. Und ja, auch sehr viel Übung. Und wenn man es nicht in den ersten drei Tries oder so hinkriegt, dann kostet das eher Zeit. Bei den meisten Stellen jedenfalls. Na gut, bei einem Race, das jetzt in Richtung 2 Stunden plus dann dauern wird, auf jeden Fall gewagt, nach 6 Minuten sowas schon mal zu machen. Ja. Da Gio ist, glaube ich, als erster da. Oh, er hat da einen Schuss versetzt, okay. Relativ ausgeglichen bei Gio und Maverick. Jetzt müssen die da kommen. Gio kriegt es, nicht im First Try. Maverick im First Try. Wow. Gio im Second. Okay, nice. Ja. Beide sehr gut, also First und Second Try. Wow. Da kann man sagen, das Risiko hat sich tatsächlich dann gelohnt. Ja. Schon mal. Und Bolzen hat den auch. Und ich glaube, Bolzen war auch im Second Try. Was auch schon sehr, sehr gut ist. Also, ja. Aber du sagst, nach dem Third Try wird schwierig. Nach dem Third Try, ja, ich würde nicht sagen, du verlierst Zeit, aber ja, wird schwierig auf jeden Fall. So, Kuwanga Bossfight, auch ein bisschen RNG. Also, was du machen willst, ist der Kuwanga Dance. Am Anfang musst du halt nah ran und im richtigen Timing nach oben springen. Dann macht er halt so einen Loop, aber den hat Maverick leider nicht so gut hingekriegt. Ja, bei Gio ging er eine Zeit lang ganz gut am Anfang. Gio hat ganz gute RNG. Stahlbolzen macht es gerade auch ganz. Ja, genau so wie bei Stahlbolzen. Das ist der Kuwanga Tango, nennt man den. Kann man mit ihm zusammen tanzen, natürlich. Natürlich, klar. Alright. Das ist so Square Dance. Und Berlin Dude, ich habe leider jetzt nicht auf den Kampf von Berlin Dude geachtet, weil hier in seinem Kampf ist halt viel RNG. Du willst halt nicht, dass Storm Eagle die ganze Zeit divet. Und ich habe jetzt nicht gesehen, wie oft das passiert ist bei Berlin Dude. Das tut mir leid. Aber er hat auch die Stage geschafft und ist eigentlich auch auf dem Weg. So, jetzt nehmen die. Oh, wir haben wieder Routing Diversions. Gio macht den Sting Chameleon, weil hier gibt es einen krassen Trick, der recht schwierig ist. Mal sehen, ob er es hinkriegt. Er braucht ein Item, ein Phantom Grab. Oh, er hat's geschafft. Wunderbar. Gio hat jetzt das Herz, dieses Herzteil aus der Ferne geholt durch den Phantom Grab. Sehr schwieriger Trick und auch ein bisschen risky, aber er hat's sehr gut hingekriegt. Deswegen, hast Respekt. So, jetzt nehmen wir den Carpet bei Stahlbolzen. Nein, er hat den Carpet leider nicht gekriegt. Und ja, wie es aussieht, Maverick auch nicht. Das heißt, sie müssen den Standardweg machen. Also die Pass jetzt hatte Berlin Dude hier schon vorhin gemacht. Ja, Berlin Dude hat's halt auch, konnte natürlich den Carpet nicht machen, weil er keinen Boomerang hat. Also noch nicht. Ja, leider haben beide Spieler den Carpet nicht hingekriegt. Aber okay. Also sagen Sie, 100% in dem Spiel bedeutet inklusive alle Items auch. Alle Items, alle E-Tanks, alle Herzteile. Und alle Upgrades. Ja, der ist aber auch gerade nochmal das Herz schon mal jetzt geholt, damit das schon mal abgehakt ist. Richtig, ja. Was war die Voraussetzung für ein Hadouken, dass du alle Herzen hast? Oder genau, du brauchst alle Herzen und alle vorigen Upgrades und alle E-Tanks. Okay, nur dann kannst du den Hadouken holen. Ist ein guter Checkpoint, um zu sehen, okay, auch alles wirklich. Richtig. Da. So, Gyoki gleich beim Boss. In Chameleon ein nicht allzu schwieriger Boss, aber die Stage, die ist halt mal gucken. Ich hatte sehr schwierig, wenn man halt wirklich die Tricks macht, die Gio gerade gemacht hat. Also Respekt dafür. So, jetzt schauen wir uns mal Maverick seinen Eagle an. Er fliegt hoch, das ist nicht gut. Da kommen die Dives, die willst du nicht sehen. Na gut, ein Dive, das geht noch.
Ich hab Angst. Ich glaube, schlechtes Glück. Schlechtes Glück. Nein, er fliegt wieder hoch. Das geht nicht mehr da. Ist Pech, ja. Ein gutes Pech. Ja, oben bei Stahlbolz läuft es gerade ganz gut, aber schon fliegt er weg. Ja. Ah ja. Dio mit dem Boss fertig. Ja, nicht so gute RNG bei beiden, würde ich sagen, bei Bolzen und bei Maverick. Ich bin ja dafür, dass Gregor und Sia danach auch nochmal einen Run machen müssen. Ja, ja, das aber auch was. Ein Trifecta. Ja, klar. Wir werden gerade gedisst. Ja, wahrscheinlich. Also ja. Macht ja nichts. Irgendwie. Wahrscheinlich verdient. Da kann man immer von mit ausgehen. Ja. So, aber also, ja, die Routing-Unterschiede, das bedeutet natürlich auch andere Bosswaffen, die du ja bekommst. Richtig. Das verändert natürlich dann auch die Kämpfe doch enorm, oder? Mm, es geht. Also, ich glaube nicht, dass die großartig andere Waffen benutzen bei den Bossen, weil du kannst bei X1 wirklich, machst du viele Bosse mit dem Buster. Mhm. Gerade die ersten. Also Boomer Kuanga machst du mit dem Buster oder ja, Pinguin und auch Storm Eagle. Oh, deswegen ist die Routing-Diversion nicht so schlimm. Also ich hab Handschuhe mit, wenn du raus. Ja, geh mal hoch. Burning Numanda. Oder auch Flame Mammoth genannt. Diese Japaner machen wir alle fertig, ey. Also haben wir jetzt 0 von 3 Carpets. Wie war das denn, kein Carpet? Haben wir keine Carpets gezeigt. Kein Carpet? Okay, aber jetzt hat Gio leider auch den Carpet nicht zeigen können. Ja, gibt's heute halt kein Carpet. Schade, schade, schade. Nächstes Race. Ja. Ich erinnere mich, glaube ich, auch. War das nicht auch bei Demolant hier, der Mega Man X gezeigt hat? Und auch er hatte leider den Carpet nicht zeigen können. Das kann gut sein. Ja, ich meine, er hatte den auch leider nicht hingekriegt. Verdammt, was ist denn los? Wie planbar ist es denn, Sie mit dem Lag bei dem Spiel? Weil man sieht ja, da geht so viel ab teilweise auf dem Bildschirm. Ist der vernünftig berechenbar, dass du weißt, okay, jetzt kann ich mit viel Lag rechnen? Oder? Ja, nein. Also es gibt viele Stellen, wo du weißt, dass es laggen wird. Einige kannst du natürlich beheben durch irgendwelche Strats. Aber bei anderen weißt du, dass das halt auf jeden Fall laggen wird. Mhm. Aber es gibt halt Strategien, um dafür zu sorgen, dass es weniger laggt. Zum Beispiel bei einigen Stellen einfach nicht schießen, sondern drüber springen oder zum Beispiel bei der Armadillo-Stage, wenn du springst am Ende auf der Lore, dann spawnen keine Vögel, was halt natürlich noch den Lag reduziert. Burlington hat halt gerade einen guten Tanz da oben. Ja, einen sehr guten sogar. Also ist eigentlich ideales Pattern gerade. Ja, ideal ist halt, er fängt halt irgendwann an, sich zu teleportieren. Und, also, dass das nicht so lange dauert, die Teleport. Richtig, richtig, okay. Ja. Aber er hatte schon sehr langen Tanz, das war sehr gut. So, Maverick und Gio haben nächsten Boss down auch. Also, es ist relativ ausgeglichen, was Bosskämpfe jetzt Levels angeht. Berlin Dude hat 4 Level down. Und die anderen, glaube ich, auch jetzt. Gleicher Abstand, gleicher Boss. Synchron. Spark Mandrilla. Mandrilla. Flame Mammoth Burning Numanda, ey. Was für ein Glumanda? So, jetzt sind fast alle in derselben Stage, außer Gio, der tanzt ein bisschen noch aus der Reihe und muss Flame Mammoth nochmal machen. Dafür hat er aber Sting Chameleon schon hinter sich. Kriegt den nicht im First Try. Ja. So als X1-Runner, die unterschiedlichen Routen, die man natürlich hier machen kann, hat man als Runner trotzdem seine favorisierte Route oder ist es so, ich fühle mich gerade so, also gehe ich mal in den Level? Ja, es kommt halt drauf an, welche Skips kannst du, welche Tricks kannst du. Mhm. Wenn du Iceless kannst und auch den Carpet, dann machst du die Route, die Maverick und Bolzen nehmen. Wenn du auch noch den Sting Chameleon Phantom Grab hinkriegst, dann ist natürlich die Route von Gio mittlerweile die beste. Mhm. Ja, weil es da einfach die meisten Tricks gibt und die am meisten Zeit sparen. Das ist auch im Moment die World Record Route, die Gio gerade nimmt. Weißt du, wo ungefähr der World Record ist? Ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, aber es müsste entweder eine 34 oder 33, weiß ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber wir können doch mal nachfragen, die Jungs. Wir haben doch ein Mikro, oder? Das können wir machen, klar. Dann mach gerne mal. Hört ihr uns, Jungs? Hallo, hallo. Hi. Hey.
Kurze blöde Frage zwischendurch. Weiß einer, wo gerade der Weltrekord bei Mega Man X1 liegt? Ja. 3452 oder so? Nee. Bei X1? Nee, ja. 34. Ist es schon 37 oder sowas? 34, 38. Entschuldigung. Okay, 38. Und von Luis Miguel, oder? Nein, Berg Alert. Berg Alert. Ach so, okay. Der zweite ist Tiki. Ah, okay. Vielen Dank für diese Info. Luis Miguel hat den der in X3 und in Trifecta. Und Trifecta, genau. Ah, okay. Ich bin leider nicht mehr so gut auf dem Laufenden, wie man vielleicht sieht. Aber vielen lieben Dank für die Info. Gerne. Ja, wir haben es gehört. Also 34 ist der Weltrekord. Wir werden auf jeden Fall einen Speedrandale 4 Race-Rekord heute haben. Non person. Ja. Die erste Folge. Wahrscheinlich. Dürfen wir nicht Kommentar, werden wir einfach alle vom Leaderboard. Müssen wir bei speedruns.com Bescheid sagen, das ist eine eigene Kategorie für uns eigentlich zu machen. Ja. Und bei den außerhalb von Speedrandale haben wir leider nichts mehr. So, Giochi macht seinen ersten Revisit. Man kann ihn früh machen, man kann ihn auch später machen. Es ist relativ egal, wann man den macht. Ich glaube, er macht ihn jetzt, weil es einfach vom Menü her angenehmer ist, wenn man die Gegner am Anfang auswählt, also welchen Boss man anfällt. Man muss da, glaube ich, nur einmal nach links drücken und dann schon ist er in dieser Stage. Deswegen macht er wahrscheinlich ihn hier schnell zuerst in Revisit, holt sich hier das Herz und haut jetzt wahrscheinlich ab. Ja. Letzten Endes, wie man sich dann am bequemsten fühlt, kann auch manchmal das Menü sein. Du kannst auch in der Stage von Armadillo, kannst auch vorher so oft sterben, wie du willst an dieser Stelle und später dann kommen, dann musst du nur noch einmal sterben. Also ist das jedem hier selbst überlassen, wie man das macht. Am Ende kommt die gleiche Zeit raus. War das intentional? Oh, Maverick! Das war nicht intentional bei Maverick. Das war nicht intentional. Aber er hat jetzt nicht super viel Zeit verloren, sagen wir es mal so. Hast also, du einen Visit bekommen, oder? Nee. Er hat die Spikes genommen. Ah, scheiße. Kann das easy passieren mit den Spikes hier? Geht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Er ist gegen die Lore geklatscht wahrscheinlich, weil er gesprungen ist. Aber hier sieht man das. Das Springen sorgt dafür, dass die Vögel nicht spawnen. Also die Lag-Reduktion. Ja, das kann natürlich sein, wenn du gerade bei so einer Stelle bist, wo du sagst, das kriege ich schon hin, dass du gerade schon drei Schritte voraus denkst und dann kommt was Kleines. Ja, natürlich. Das war keine typische Stelle zum Sterben eigentlich bei Maverick. Aber ja, passiert. Er ist nicht so weit hinten. Ich meine, wenn man sich Bolzen ist genauso. Ja, Bolzen ist dabei. Ja. Aber der Bolzen lag ein kleines bisschen sonst zurück durcheinander. Das hat sich jetzt ein bisschen umgedreht. Ja. Kalte Hände. Ein bisschen. Aber das ärgert mich jetzt. Ich frag mich, wo ich jetzt noch ein extra Leben mehr kriege. Ah ja, genau. Das ist auch jetzt wichtig. Maverick braucht jetzt ein Leben. Braucht noch ein Leben, weil sonst müsste er es farmen. Ah, okay, das stimmt, die sind ja auch abgezählt. Ja. Da kannst du ja auch zwischendurch sagen, wo kann ich mal Intentional Death nehmen. Aber es ist eigentlich nicht so wild. Es gibt halt in der Armadillo Stage, wo man sterben muss, am Anfang halt ein Gegner, der immer ein Leben droppt. Also wenn er einen Drop hat, hat er ein Leben. Entweder gar nichts oder Leben. Also muss man dann auf jeden Fall dann mitnehmen. Ja, wahrscheinlich. Oder er ist noch lucky und kriegt ein Leben auf den Weg. Ich hab gerade ein extra Leben aufgesammelt. Oh, gib nochmal her. Was gar nicht so selten ist. Also kann schon mal passieren, dass ein Leben droppt. Sharing. Ansonsten wird er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit verlieren. Also Gio mit der Eiswaffe. Ich hätte dann gerne noch deine Waffenenergie. Auch dann Boss. Jetzt müssten alle in derselben Stage dann gleich sein. X2, genau. Ich glaube, Gio ist auch jetzt am weitesten. Ich meine, er hat nur noch einen Robotmaster, also müsste nur noch Octopus bei ihm sein. Ah nee, Quatsch. Sorry, ich habe mich vertan. Natürlich fehlt noch Armadillo. Den macht er wohl als letztes. Als vorletztes. Ich bin weit hinten. Aber er muss noch mal bei Armadillo rein nachher, um den Hadouken natürlich zu holen. So, während Berlin Dude jetzt beim Octopus ist. Auch ein sehr nerviger Boss, auch RNG Heavy, wenn er dich grabbt. Dann kannst du nicht so viel machen. Ja, und diese Wirbel willst du nicht sehen. Ja, man sieht schon, du musst auch super nah rangehen, gefühlt, ne? Ja, also, da hast du doch mit deinem weil seine Projektile zerstören dein Projektil. Ah. Deswegen gehst du nah ran, damit das nicht passiert. Aber es war ein sehr guter Fight von Berlin Dude. War nur einmal Tornado, das geht schon. Du nimmst auch dann bewusst Damage, das ist einfach besser, als wenn er richtig weg ist. Ja.
So, Gio macht die Stelle mit den Spikes. Centipede landet direkt beim Boss. Ja, ja. Das ist natürlich. Ah, Maverick, oh, gerade unten hat. Uiuiui. Bisschen Ärger mit dem. Ja. Oh ja. Nein! Oh, ein zweiter Death? Ja. Uff. Das tut weh. Der Stahlbolzen hat den Boss geschafft. Jetzt muss nochmal angepasst werden mit den Leben. Ne? Mhm. Also jetzt muss er auf jeden Fall bei diesem Mob zwei Leben fahren, mindestens. Nee. Ja, ist leider ein bisschen unlucky bei Maverick. Der hatte zu wenig Leben und dieser Boss ist halt wirklich gemein, weil du viel Damage Boost nehmen willst, damit du nah dran bist. Dann riskierst du es natürlich erstmal. Und ja, klar. Auch nicht besonders viel Waffenenergie gerade im Moment. Mhm. Stimmt auch wieder. Oh, jetzt ist er gewechselt auf die Feuerwaffe, jetzt wieder zurück. Das hat er gemacht, um aus den Krallen da rauszukommen. Ah, okay. Das ist ein Trick. Du kannst den Tornado verkürzen, sozusagen. Ja. Okay. Unfassbar. War das bei X1 so, konntest du auch mit L und R die Waffen wechseln? Oder ja, konntest du. Und ja, genau. Du hast natürlich, wenn du mit deinem normalen Buster schießt, wenn du dashst und schießt, machst du doppelten Schaden. Okay. Aber auch nicht bei jedem Gegner, aber bei vielen. Mach da, das ist das Problem. Willst nicht sagen. Deswegen willst du immer nicht normale, also Lemons heißen die Schüsse sozusagen. Und du willst immer so Dash-Lemons machen, um mehr Schaden zu kriegen. Es geht auch nur mit der normalen Waffe, nicht mit anderen Waffen. Ein Chameleon. Dann nehme ich hier das extra Leben ja nicht mit. Brasilianisch an. Chameleon. Ja. Oder direkt da in die Stacheln springen, kannst du auch in den Tod. Ja, einfach gleich runter. Okay, ich glaube, Berlin tut es vor. Familie, ne? Vorne. Ja, da sterbe ich einfach. Wobei, ich weiß nicht, stimmt, wir haben den Revisit von Gio natürlich vergessen. Er hat schon einen Revisit gemacht. Ja, genau, kann man noch nicht genau sagen, wer vorne ist. Also die 8 Stages erstmal und dann wie viele Revisits, bevor man zu den nächsten... Eigentlich nur 2. Du musst einmal in die Frost Stage nochmal, also Penguin Stage, um das Herz zu holen und dann nur noch den Hadouken. Nur noch den Hadouken. Ja. Also eigentlich 10 Stages, sagen wir mal, wobei 2 davon kürzer, bis man die Items hat und den Intentional Death nehmen müsste. Und dann ist man gleich geschaltet. Mhm. Da bin ich gespannt, wo Maverick gleich dann nochmal mit dem Leben unterwegs ist. Oder vielleicht hat er das gerade schon gemacht, wenn ich das nicht. Das ist dieses Safety-Leben, was man normalerweise nimmt, damit man auf die richtige Anzahl kommt. Mhm. Jetzt braucht er aber trotzdem noch 2 weitere. Also hier in dieser Stage gibt es eins, das, was Stahlbolzen gerade genommen hat. So, Berlin Dude hat Chameleon down und hat jetzt nur noch die Revisits. Meine ich jedenfalls. Wir sagen natürlich gerne nochmal, da es 3 Mega Man X-Spiele sind, die wir spielen. Muss jetzt noch, wenn irgendjemand hinten liegt, das noch wirklich nicht sagen. Ne? Ja, ja, klar. Wir haben auch gesehen, die haben unterschiedliche Stärken alle. Ja, ja. Ja. Das ist gerade mal das erste von 3 Spielen. Ja. Dann müssen wir sagen, Werden wir dann auch solche Taktiken sehen, wie Prissy war das damals, ne? Mit den Zähnen. Mhm. Sowas ist nicht bei X drin, ne? Das Mashen ist bei X auch drin. Also. Aber nicht das Zähne-Mashen. Prissy ist nicht hier gerade der Zuschmesser. Sonst macht das ja auch keiner, den ich kenne. Aber im Prinzip könnte man es hier natürlich auch, weil hier muss man auch sehr viel mashen. Gerade bei X1. Müssen wir mal einführen wieder. Ja. Und natürlich die 0,3, das hat sich. Jetzt siehst du, Berlin Dude muss jetzt hier diesen Revisit machen. Den kann Gyoki sich sparen, weil er das schon gemacht hat. Ja, und, das heißt, Gyoki ist ein Tick weiter vorne. Gio und Stahlbolzen gleich auf. Ne? Also fast gleich auf, zumindest gerade eben gewesen. Mhm. Naja, aber Bolzen muss halt auch den Revisit machen. Aha, ja, den hat er noch nicht. Okay, weil die waren gerade wirklich Berlin Dude ist noch gleich ein Tick. Ja, genau. Jetzt muss Berlin Dude den... Die Amarillo Stage und holt den Hadouken. Was auch Gio natürlich macht, schon ein bisschen fortgeschrittener. Unabhängig davon, dass es ein 100% Run ist, der Hadouken ist natürlich schön overpowered. Ja. Also mit dem wirst du echt gut durchkommen durch die späteren Parts. Alter. Wenn ich die Zeit Was dann X2 Shoryuken? X2 gibt's den Shoryu. Ja, der auch sehr overpowered ist. Und X3 der Hurricane Kick, ne? fast. Aber dazu kommen wir nachher. Ja. So, jetzt sehen wir bei Gio Lag Reduction hier mit Sprung, damit keine Vögel spawnen.
Keinen einzigen Vogel gesehen. Nee, sehr auch gut. Nicht. Sehr gut. Leider hat keiner den Phantom Grab hingekriegt. Das ist, glaube ich, auch der schwierigste Trick in diesem Spiel. Hier kann man diesen E-Tank holen mit den Bumerang. Und ein Item, also so ein Phantom Grab, was aber sehr, sehr schwer ist. So ähnlich wie bei Sting Chameleon, wo er das Herz gegrabt hat. Ja, jetzt wird ein paar Mal gestorben. Maverick leider ein Tick weit hinten. Schon ein bisschen vorgestorben, ja. Ja. Aber an einer falschen Stelle leider. Er muss jetzt ein bisschen nachholen. Sind wir schon beim Farmen hier? Oder? Ja, Maverick ist jetzt erstmal hier, hier gerne das Herz holen und danach geht's auch wieder zu den Armadillo Stage. Rede, ne? Ja, genau. Gib's doch zu, das machst du alles mit Absicht, damit wir das Gefühl haben, wir können gewinnen. Genau. Genau deswegen. So. So, ich glaube, Gio braucht noch einmal sterben, meine ich. Sag mal, wir brauchen jeden zweiten Dash hier irgendwie gerade. So. Kriegt er jetzt den Hadouken oder muss er noch einen machen? Nope, da ist er. Naja. Alright, jetzt offiziell. Gio ist gerade vorne. Dicht gefolgt von Berlin Dude, denn das müsste auch sein letzter Visit sein. Gucken wir mal, da ist es. Okay, Berlin Dude hat ihn auch. Mhm. Der Hadouken hier musste auch das, die Hadouken-Bewegung machen, ne? Richtig, Viertelkreis nach vorne und Schuss. Ist nicht super schnell, der Schuss, aber super mächtig. Macht alle Bosse One-Hit. Du hast wahrscheinlich immer so eine kleine, also die Frequenz ist nicht ohne Ende direkt rausballen, sondern du musst immer ein bisschen warten. Ja, du kannst nur einen zur Zeit am Screen haben. Und du kannst dich kurze Zeit danach nicht bewegen, also nach der Animation. Du musst ja also sehr sicher sein. Gioki macht eine sehr risky Strat. Leap of Fate sozusagen. Aber hat geklappt. Okay. Na, das Ende war ein bisschen bisschen gestruggelt, aber er hat's ja, geschafft. Ja, das Wichtigste hat er geschafft. So, mal sehen, ob Berlin Dude das auch macht. Ui, er macht's auch. Wunderbar. Oh. Gio hat noch ein bisschen Energie reduziert gerade. Ja, das willst du hier machen, weil, rate mal, wer wieder kommt. Natürlich der Vile. Ah. Und ja, da muss dein Leben wieder unten sein. Hier macht er aber den Vile-Skip, der Gio, das werden die alle wahrscheinlich machen. Du skippst die Cutscene. Und hast hier ein bisschen komischen Text und musst ein bisschen vorsichtig sein, weil du hier softlocken kannst. Aber wenn du jetzt stark gedrückt hältst, siehst du, die Cutscene läuft im Hintergrund, das Gelaber, aber der Kampf hat schon gestartet. Sehr gut. Und ja. Ja, aber Berlin tut auch gerade. Richtig, du musst halt schnell durch die Tür, bevor diese Textbox weg ist, weil sonst ist der Trick verkackt. Und du musst einmal schießen, bevor du den Weil siehst. Nur dann kommt er auf dich zu. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Stahlbolzen hat den Leap of Fate auch. Ja, das sah so auch aus. Ja. Meine ich. Hier jetzt noch ein bisschen Intentional Damage nehmen. Maverick langsam, glaube ich, auch beim Hadouken sein, oder? Ja, könnte der letzte Visit sein. Ja, das war einer wenigstens. Ja, immerhin. Bei diesem Trick natürlich hat man bei Bolzen ganz gut gesehen. Du willst nicht den Boden berühren, sonst klappt dieser Trick nicht. Das wär's. Ja, und dann kommt natürlich Weil, kriegt ein Hadouken ins Gesicht und fertig. War ja was. Kein Quatsch. Und ab jetzt wollen die eigentlich keine Energie mehr verlieren, weil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das Wichtigste, du kannst den Hadouken nur schießen, wenn dein Leben voll ist. Komplett voll. Sonst geht das nicht. Deswegen werden die auch sehr häufig den Sting Chameleon Charge Schuss benutzen, um Invincibility zu bekommen. Wie zum Beispiel, wie man es ganz gut sieht, bei Berlin Dude. Und ja, da ist der Kuwanga down mit nur einem Hadouken. Unglaublich, ey. Und Leap of Fate, ja, bei Maverick auch wunderbar geklappt. So, und Hadouken. Berlin Dude, hallo! Sehr gut. Hier ist auch übrigens RNG. Das ist das, was du sehen willst, dass er auf dich zukommt. Aber er kann auch ein richtiges Arschloch sein, der Boss, und sofort sich teleportieren am Anfang. Und dann trifft er Hadouken nicht. Passiert nicht super häufig, aber es passiert. Nein! Ui, der Gio hat den ersten Hadouken nicht hingekriegt beim Spider. Aber er kriegt den zweiten. Alles gut. Okay.
Naja, verkackt würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt Second. Berlin Dude kann. Oh, er wurde getroffen. Aber nicht so wild, nicht so wild. E-Tank. Ah, muss es auch mal einen zweiten machen, wahrscheinlich. Alright. Okay. Dummes Sehr gut. So, ist die Bewegung RNG, wie die Spinne runterkommt? Ja, die ist komplett RNG. Aber X-Runner haben das Pattern, die sehen das sofort. Und die sehen sofort. Ja, ja, ja. Wenn dein Spinnenbein bewegt, dann sehe ich das. Richtig. Die ganzen grünen Dinger gewesen. Du musst dir doch keine Sorgen machen. So, Wily Stage 2. Der Betrügercode ist auf den Konsum. Also mein Penguin, mein Eagle sagen da was anderes. So, sehen wir jetzt den Eskimo Kiss von Gio. Habe ich überhaupt den? Ah, nicht ganz. Geil. Eskimo Kiss ist, wenn du ganz nah rangehst an den Pinguin und den Hadouken machst. Aber ja, das, was du machen willst, ist über das erste Projektil springen, weil der Hadouken geht nicht durch dieses Projektil. Oh, okay. Weil er nicht funktioniert. Maverick musste gerade mal ein bisschen Energie wieder aufladen zwischendurch mit einem getroffenen Bosskampf. Ja, das passiert leider. Meister des Left. Das sieht man auch bei. Okay, der Pinguin ganz nah ran, da war es gerade. Doch gedrückt, Mann. Hätte man den Display doch drin gelassen. Ja. So, jetzt kommt Storm Eagle. Was du hier machen willst, ist dashen, nach vorne springen. Da hast du genug Zeit, weil er schubst dich zurück. Was? Aber Dash, Sprung, ja, Dash reicht genau. Und dann den Hadouken. Machst du es einen Tick zu spät, bist du außerhalb des Screens und der Hadouken trifft dich nicht. Aber das hat Gio sehr gut gemacht. Mal, wie es bei Berlin Dude aussieht. Keine Sorge, unsere Six Stages sahen auch scheiße aus bisher. Boah, sehr knapp, aber es hat geklappt. Okay. Es war sehr, sehr knapp. Gott. Ja, das sagt er selber schon. Oha. Ich hab gar nicht mehr von ihm gesehen. So. Oh, gute RNG bei Gio. Aber er hat den Hadouken nicht rausgekriegt. Ah, verdammt. Er hatte echt gute. Was du sehen willst, sind die blauen Augen. Die blauen Augen kommen auf einen zu. Was du nicht sehen willst, sind die grünen Augen. Die bleiben auf dem Spot und du kannst sie nicht Hadouken. Ja, jetzt Hadouken ist eh ausgeschlossen, weil die Energie unten ist. Richtig, also bei Gio, der Fight nicht optimal gelaufen. Oh. Er muss noch ein Auge wegmachen. Der BD hat auch mit grün eröffnet. Okay. Okay, ich ich hätte Hado gehabt, hab den Hado verpasst. Ja, aber Berlin Dude hatte auch keinen perfekten Fight, von daher. Wobei Gio ein richtig gutes Pattern gekriegt hat, hat leider den Hadouken nicht rausgekriegt. So, Maverick hat bei der Spinne. Ah, ne, er hat die schon. Sehr gut. Da hat man es gesehen bei Bolzen. Oh! Ah, okay, Double Hadouken hat er noch hingekriegt. Sehr gut. Und den Rest mit Damage. Ah, schade, kein One-Cycle. Aber das wäre fast ein perfekter Fight gewesen. Sehr gut vom Bolzen. So, jetzt sehen wir den Armadillo-Skip. Nicht von Dingens. Nicht von Gio? Nicht von Gio. Jetzt erst? Wobei, doch, aber klar. Er ist schon bei. Den haben wir gesehen bei Gio. Ah, okay. Jetzt sehen wir den R-Hadouken hoffentlich. Wunderbar. Ah, ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Jetzt sehen wir nochmal den R-Hadouken hoffentlich bei Berlin Dude. Das ist natürlich auch ein bisschen RNG dabei, wenn. Oh, sieht aber gut aus. Nein! Scheiße. Ich hab zu wenig gemacht. Ach, also, normalerweise geht er nicht in der Luft, du trickst es aber ein bisschen, wenn du richtig, die richtige Waffe also, da bist. Du musst auf dem Schlitten sein, den Hadouken-Input machen, ich aber nicht mit Schuss, sondern mit Start. Du machst Hadouken-Start, wählst den Buster an, drückst wieder Start und mash den Button. Und dann kommt der Hadouken raus. Der Hadouken statt der Lemon. Richtig. Hab ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, ob es geht. Crazy. Ja. Ich hab vergessen, dass ich jetzt charten muss. So, hier, um nochmal sicher zu gehen bei den Mandrill, du willst ihn einmal einfrieren für den Hadouken. Weil es kann sein, dass er ein anderes RNG, anderes Pattern am Anfang gibt und der Hadouken nicht sofort durchkommt. Während hier Octopus super easy ist mit dem Hadouken. Und genau jetzt ist der WR fertig mit dem Spiel. Ja, das ist ey. So. Also Maverick muss die Augen auch jetzt alle einzeln. Mhm. Immer noch aus dem Bildschirm raus. Air Jordan Octo. Interessant, der hatte das Ding in der Mitte zuerst gekillt und dann die Augen. Also Maverick, ich habe in Sigma 3 noch keinen einzigen Trick getroffen, ne? Also. Deine Chance.
Ja, mal gucken. Ich weiß halt noch nicht, was ich machen soll. Mal gucken. Knie hat mir leider die Nadel von oben gegeben. Das ist ganz schön deprimierend gerade. So, sehen wir jetzt den Dom Duken bei Gio? Nice. Wunderbar. Oh. Das ist ein sehr schwieriger Trick. Du musst halt wirklich dich sehr gut positionieren und sehr schnell den Hadouken rauskriegen. Jungs, die Hardware funktioniert. Und jetzt bei Burden Dude, was für einen Trick sehen wir hier? Hoffentlich auch dasselbe. Dann gucken wir mal. Na ran und rein. Okay, er macht die ein bisschen safere Variante, okay. Was auch ganz cool ist. Das hat jetzt nicht so viel mehr gekostet, ne? So ein Sekündchen oder so. Ein paar, ja, ja. So, während wir jetzt bei Gio in der letzten Stage sind. Bossfight. Die Refights alle? Nee, die Refights sind in den Stages. Ah, okay, die waren schon zwischendurch. Ja, ja, okay. Richtig. Gut. Erstmal Hundi, du willst randashen und schießen, so, okay, damit er nicht erstmal über dich springt. Aber dann kommt der Deinstecken. Und jetzt kommt Jedi Sigma. Dann machst du den Max Verstappen. Warum er so heißt, keine Ahnung. Auch ein Hadouken ins Gesicht. Sobald Time bei Gio wäre, dann kommt sofort Reset, ausmachen, wechseln. Ja, zack. Wahrscheinlich. Weil er macht's ja, hat ja das bereits auf dem Modul drauf, das heißt, er muss zumindest keine Kassette wechseln. So, er geht runter, runter, runter. Alright. Ah, Stahlbolzen ging's ja, vorbei. Ja, Time bei Dingens. Okay, und Gio bei wechselt Gio auf X2. Hast du da gedrückt? Wolltest du nicht? Time am Ende erst. Achso, okay. Ja, alle drei. Weil sonst komme ich durcheinander, wer wie viel hat. Come on, ernsthaft, ey. Und ich habe mich so ablenken lassen, ey. Geil. Der Stahlbolzen hat gerade den Hadouken zwischendurch verkackt, leider. Nee, kann ich nicht mehr machen. Berlin Dudes ist gleich auch soweit. Ja, Maverick leider ein bisschen sehr am Struggeln. Hat hier jetzt auch schon wieder eigentlich einen recht easy Fight versemmelt. War wahrscheinlich abgelenkt oder so. So, Berlin tut es auch durch. Dann wechselt auf Rockman 2, Mega Man 2, X2. Also Mega Man X2 war noch Super Nintendo exklusiv. Mhm. Ich glaube, X3 gab es ja auch für Saturn und PlayStation. Richtig, ja. War mit die schlechteste Sigma 3 seit ewig. So, jetzt auch Bolzen in der letzten Stage. Ja, wir werden uns gleich natürlich X2 widmen, aber lass uns mal kurz gucken, wie die uns welche Bolzen und Maverick schlagen. Gerade die Intro-Stage bei X2, die hat sehr wenig RNG und sonst, die ist eigentlich relativ, das glaube ich. Du brauchst wieder Story-Intro, so gehört sich das doch. Richtig. Also, Hadouken fürs Hundi. Intro Stage bei Gio erledigt. Jedi Sigma erledigt bei Olsen. Gucken, ob Maverick jetzt ein bisschen was aufholen kann mit dem Hado hier. Ah, doofe RNG. Nicht gut. Ja. Du Stahlbolzen beim finalen Boss. Ist daneben. Das ist sehr beeindruckend, wie was sie aus dem Super Nintendo rausgekriegt haben. Weil es X3 hatte ja nochmal einen Spezialchip, weiß nicht, wie es bei X2 war. Ich meine, da nicht. Ich glaube da nicht, ne. Ja. Oder zumindest nicht diesen. Dieses Spezialchip auch nur für zwei Zwischenbosse, glaube ich. Ja, ja. Ja, und für den Finals. Da müsste ich das so ein bisschen 3D-Polygon. Ja, 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 richtig. Aber immer noch sehr beeindruckend, was sie visuell da rausgekriegt haben. Alright, Time bei Bolzen. Bei Bolzen, der jetzt wechselt. So, aus. Maverick jetzt rein. In der Final Stage. Zack. So. So, was kannst du uns was Spezielles über X2 zum Vergleich sagen? Ein bisschen. Ich kenne mich natürlich viel weniger mit X2 aus als mit den anderen beiden X-Games, was ein bisschen traurig ist, aber nicht so schlimm. Ein bisschen kann ich ja noch. Ja, hier gibt es natürlich auch wieder die Kategorie 100%, wo du alle Upgrades, alle E-Tanks und alle Hearts einsammeln musst. Und am Ende gibt es halt, wie du schon vorhin sagtest, ein Shoryuken. Der genauso overpowered ist wie der Hadouken. Und ja.
Ist er auch genauso nützlich oder dadurch, dass du nah ran musst? Der ist genauso nützlich, weil Speedrunner kennen die Setups für den Bossen. Die wissen, wie man sich hinstellen muss, damit der Hadouken trifft. Ja, der Shoryu, sorry. Mhm. So, Maverick ist jetzt auch beim Endboss. Wir haben ja schon hier bei Geo zum Beispiel den Gurkenboss dahinter unten. Das ist Sponge irgendwas. Den Boss machen die natürlich zuerst, weil es hier eine ziemlich coole Waffe gibt. Das ist so eine Art Grappling Hook. Mhm. Und damit kann man sehr viele Stellen abkürzen, was sehr cool ist. Weißt du, ob wir hier auch solche Sponge Unterschiede sehen im Routing? Weiß ich nicht wirklich, nee. Gut, Berlin, du das auch bei der Gurke. Mhm. Maverick wechselt. Das kann Red Bull nicht schneller. Muss gerade nochmal neu starten, weil nicht, dass er anfängt und die Module pusten muss. So, das ist jetzt die Disziplin von Maverick. Hier muss er jetzt Zeit wieder gut machen. So, wahrscheinlich dann interessant. Er weiß natürlich jetzt, dass er ein kleines bisschen hinten liegt, aber das ist seine Disziplin. Macht das den Druck noch größer oder kann er so ein bisschen befreiter aufspielen, weil er kann ja jetzt nur gewinnen? Sozusagen. So wie ich ihn kenne, ist der Druck jetzt enorm groß. Er will gewinnen. Und, ich meine, so eine VHS kriegt man ja sonst nicht. Ja, eben. Mein Hallo. Niemand will den lamen Sonic-Film. Ja. Ich glaube, ich habe die noch im Retro-Club Fundus, aber zerdeppert. Kriegt dann auch der Letzte dann nochmal. So, Gio holt sich jetzt das erste Upgrade. Das müsste der Buster-Upgrade sein. Das heißt, er kann jetzt seinen Schuss noch einmal zusätzlich aufladen. Und ja, einige neue Tricks sind damit möglich. Vor allem kann er auch die Waffen, die man von den Gegnern bekommt, auch aufladen für eine weitere Special-Version. Das heißt, dieser Sponge, der reicht ein bisschen weiter. Der Grappling-Hook kostet jetzt nicht irgendwie Special-Energie oder so, ne? Den kannst du die ganze Zeit machen? Der kostet, glaube ich, nur was, wenn du Gegner damit triffst. Ah, okay. Und wenn du den großen machst. Der Dash war ja jetzt auch schon direkt mit dabei, oder? Ja, der Dash ist direkt dabei. Hier hat man einen schönen Damage-Boost gesehen. Normalerweise die Spikes, die treffen einen, also er ist vorher zu den Gegner gelatscht, der einmal geballert hat und also konnte man in die Spikes reinlaufen, ohne richtig, direkt. Richtig, er musste noch mal dafür zurücklaufen, aber ist also super risky. Richtig, also hier gibt es sehr viele risky Strats. Ich schätze mal, die Iframes, nachdem du Schaden genommen hast, sind nicht die allerlängsten. Also du musst schon was riskieren, wenn du da durch Spikes durchläufst. Es geht schon. Also die Iframes ändern sich zum Glück auch nicht bei den drei Games. Also die sind alle zum Glück gleich. Und die sind schon recht gut. Also kann man nicht meckern. So, Gurken-Action bei Stahlbolzen. Mhm. So, jetzt kommt der Kroko-Boss. Der Kroko-Boss? Ja. Den kann man stunlocken. Mal sehen, ob Gio das kriegt. Nein, er ist direkt getaucht. Ich weiß nicht, wie viele Frames du gezahlt hast, ob das Frame perfect ist oder nicht, aber ja, du kannst ihn halt mit den Sponge stunlocken, sodass du ihn die ganze Zeit drin. Mal sehen, ob es bei Merlin Dupe klappt. Das nur einmal. Und ansonsten taucht er nämlich ab und das willst du nicht. Das dauert. Ja. Oh! So sieht der Stunlock aus. Okay. Musst du jedes Mal Frame Perfect machen? Du bist am Ich weiß es leider nicht hundertprozentig, aber es kann sein. Yes! Ah, okay, also bei der Freude ist es wahrscheinlich, ja. Das tat ganz schön. Das war ein sehr, sehr guter Fight. Also da hat sich Berlin Dude an die Spitze gesetzt gerade im Moment. Ja, ja. Mit diesem Bossfight. Da kann er einen Schluck verdient nehmen aus der Pulle. Und guck mal, wie lange es jetzt bei Gio dauert. Ja, das ist krass, ne? So laut das hat man bis nach Berlin gehört. Oder er hat gerade die Fist gerade in den Arsch gekriegt von unten. Und seine Freunde yes. in Berlin, das hat mit Julien jetzt alle. Yeah. Genau, live übertragen. Yeah. Wow. Da hat er's! Am Alexanderplatz, alle Die Stage bei Maverick war übrigens gerade sehr, sehr schnell. Mhm. Na, vielleicht holt er ja noch auf. Ja, gesagt, also er ist nur noch eine Stage hinter den Führenden gerade. Also das Potenzial ist ja da gerade jetzt hier. Ja. Und es kann ja auch immer passieren, so ein Death
kann jeden mal treffen. Ja, natürlich. Na? Das sind keine leichten Spiele, auch wenn unsere Runner hier die X-Fach gespielt haben. Audio. Kann immer mal wieder was sein. Vorbei. Würde ein Any% Run funktionieren, wenn ich einfach das Passwort vom Endboss eintippe? Das ist auch ein Any%, muss ich den noch machen. Ja, ich glaube nicht. In der Theorie doch. Passwort% vielleicht. Es ist Any%, ja. Ich kann sehr schnell das Passwort eintippen. Ja, musst du mal so eine Kategorie aufrufen. Ja, ja. Ich würde trotzdem nicht ganz vorne. Da sind aber noch viel schnellere Leute da. So, bei Berlin Dude sehen wir wieder dann, wie er sich mit dem Grappling Hook hochwuchtet. Brauchst du auch hier in der Stage ganz häufig, damit du an die, na, an die Items kommst, die du brauchst für 100%. So, Berlin Dude hat jetzt hier den Zwischengegner. Auch ein Stunlock hier, ne? Uff. So, gucken wir mal. Nee, der Bolzen hat leider auch nicht den Stunlock gekriegt. Hab einen zweiten Versuch. Ja. Okay. Ah, da ging er wieder runter. Der Gio und Berlin Dude beim gleichen, wobei Berlin Dude ging gerade durch. Ja. Den Leprechaun. Wird immer Intentional Damage genommen. Weil wozu ausweichen, ne? Mhm. Wahrscheinlich am besten, bevor du getroffen bist, dann trotzdem einen Schuss abzulassen, weil dann ist egal, wenn du noch ein bisschen dann gestunt bist. Ne? Guck mal, Maverick jetzt auch schon ein Boss. Ja, mal auch. Können wir mal sehen, ob der den Stunlock hinkriegt. Mhm. Also ich habe eine Alright. Sieht bisher gut aus. Alright. Schade. Ha! Oh Mann, ey, genau dann, wo ihr geredet habt. Aber zweiter Try. Ja, okay. Ja, okay. Nicht so schlimm. Aber wir haben schon wesentlich längere Fights gesehen. Ja, ja, ja. Also das Tauchen von den Krokodil ist ein bisschen schlimm, weil du weißt nicht, wie lange er taucht. Er kann sehr lange tauchen, dann kommen ganz viele von diesen Kreissägen. Oder er kann es auch nur einmal machen, so wie wir es gerade bei Maverick gesehen haben, was ganz gut ist. Eigentlich willst du überhaupt keinen Dive sehen, deswegen. Ja. Schon sehr krass vom Berlin Dude, dass er es direkt im One-Cycle hingekriegt hat. Schon alles gut so. Und geht jetzt zur nächsten Stage. Flamestack übrigens, dieser Boss. Ein sehr... Also ich finde diesen Bossfight sehr cool anzuschauen. Weil du sehr weit hochgehen musst und dann wieder runter und so weiter. Das Deck kommt Ostrich. Sag's mal an. Hast du mit den Standard Lemons gemacht? Mhm. Und natürlich mit Dash Lemons, weil die auch hier mehr Schaden machen. Ja, ja, stimmt. So gesagt. In bestimmten Fällen, ne? Ja. Bei den meisten Bossen auf jeden Fall. Schöne Bike-Action bei Berlin Dude. Der Österreicher kommt ja. Jetzt kriegt er es. Ah! Ah. Okay. Schau dir aber aus, der, wenn du das misstimest, du sofort in den Spikes. Ja, ja, ja. Aber du hast ja gesehen, man hat ein bisschen Backup. Ja, ja. Dann gibt's Sonic das nächste Upgrade. Ostrago. Müsste. Was ist es? Schuh Upgrade. Ja, 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 ja. Jetzt können sie. Das sind wieder. Neon Jumps? Ich glaube, irgendwie so hießen die, ich hab's vergessen. Aber die können in der Luft jetzt noch einmal dashen. Das heißt, die können auch noch einen zusätzlichen Jump machen durch einen ganz speziellen Trick. Sie können den Mighty Number 9 machen. Nicht ganz. Nicht ganz. Schön wär's. Schön wär's. So, Gio kriegt jetzt das Herz ohne. Ah, leider auch nicht. Beim zweiten. Ja. So, Berlin Dude jetzt beim Ostrich Fight. Und auch der wird mit Dash Lemons gemacht. Alright. Man hat ihn. Ja. Sehr gut. Olsen jetzt bei Flamestack.
Aber Maverick auch, oder? Ja. Gerade angekommen. Also Maverick holt schon auf. Mhm. Die Rakete auch schnell weggemasht. Mhm. So, vier Bosse down bei Berlin Dudes. Das ist so ein cooler Bossfight. Mhm. Okay, Holzen ist durch und Maverick jetzt auch. Ja. Sehr gut. Da freut er sich. Ist gut, dass du vor mir bist. Ich kann jetzt immer abgucken, auf welche Stage ich muss. Ich gehe mir dasselbe mit dir. Ich vergesse das die ganze Zeit, wo ich hin muss. Okay, da hat's geklappt. Sehr schwieriger Jump anscheinend. Bei Berlin meinst du? Mhm. 100% nicht. Any percent, ja. Die Tank. Mhm. Nein. Oh, was mache ich denn da? Oh. Noch ein Zwischenboss bei Berlin Dude. Will eine Crash Bike bedeuten. Auch wieder Dash Lemons, ne? Mhm. Oh! Oh, oh. Stahlbolzen hat nicht vernünftig gedriftet. Er ist in die Spikes rein. Oh, Maverick hat dafür jetzt tatsächlich ganz knapp geschafft. Ja. Also er hat gerade noch in dem Level ein bisschen gestruggelt, geärgert. Aber liegt jetzt. Ja, jetzt hat Stahlbolzen diesen einen Fehler eben gemacht, der das Ganze schon mal ein bisschen umgedreht hat. Aber hey, er hat den E-Tank immerhin und der Checkpoint war nicht allzu weit weg. Schau mal, sie sind jetzt fast zeitgleich. Eben. Nach 52 Minuten. Er ist also quasi im Checkpoint fast gestorben. Also ist nicht so gut. Ja, aber sind das die gleichen Stufen bei den beiden? Nee, bei Berlin Dude ist eine Stufe weiter, ne? Oder ist es ein anderer Boss? Ja, das ist die gleiche Stage, aber Berlin Dude ist schon beim richtigen Boss und okay, das ist der Pre-Boss. Okay, genau, wollte ich mal sagen, stimmt, die sehen ja noch ein bisschen anders aus. Ja. Right, Stage geschafft bei Berlin Dude. Also Maverick ganz dezent vorne jetzt vor Stahlbolzen. Dann haben wir Gio und Berlin Dude bisher komplett an der Spitze. Mhm. Ich glaube, der Bossfight, der Kroko-Bossfight hat Gio nicht gut getan. Er hat sehr, sehr lang gebraucht. Ja, man sieht es dafür, dass die beiden, also er und Berlin Dude, fast gleich aufgewiesen sind. Ja. Du bist einmal und sagst, lass mich das einfach schnell beenden und es will einfach nicht. Ja. Während Maverick und Bolzen relativ gleich auf sind. Ja, sagst du. Beide gerade den Boss geschafft. Ein paar Momente vorne Maverick jetzt. Gio ist jetzt auch beim Stage-Boss, während Berlin Dude schon mal weitermacht. Meine Lieblingsstage, by the way. Berlin Dude? Also. Ja. Nicht wegen der Stage, ich hasse sie, aber wegen der Musik. Ah, natürlich. Weißt es die überhaupt? Du wirst es ja gleich nochmal hören, ne? Wir haben ja jeweils ich habe mich vertan. Wir haben jeweils immer nur da merkt man, dass ich mich mit Mega Man X 2 am wenigsten auskenne von der Trilogie. Ja, das musst du als Anlass nehmen, den hier, guck mal, zu studieren. Hier ist der Chip, glaube ich. Okay, da ist er bei X2 auch schon. Ja, ja. Okay. Dafür hat es sich gelohnt, ne? Natürlich ist es nicht die Stage, die ich meinte. Mein X2 damals 20 D-Mark aus der Rabbelkiste in der Videothek. Nein, ich hatte es nie damals als Modul. Das Problem ist, ich habe es dann für nicht allzu viel mehr verkauft, bevor diese ganze Spekulationsblase. Weil es war auch sehr mit abgegriffen, die Version. Ja, okay. Aber dennoch, ne? Also wenn ich will gar nicht heute gucken, was ich dafür kriegen würde. Ja. Ja.
Olsen struggelt ein bisschen mit diesem Trick. Come on. You can do it. Sehr gut. So, während Berlin Dude schon beim nächsten Boss ist. Weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber wie du siehst, ja, wird er einmal gestunlockt mit dem Sponge und dann Charged Buster drauf. Ja, und immer wieder die Damage nehmen, ja, weil das bricht den Stunlock ja nicht wirklich auf. Du Stahlbolzen musst diesen Boss jetzt noch machen, während mein Maverick jetzt beim richtigen Boss ist, in der Stage. Ja. Wir sind bei Schnecken McSchneckson. Ja, das ist der Maimain. Maimain? Wow. Okay. Crystal Snail eigentlich, aber okay. Ja, das ist meine Lieblingsstage, by the way. Okay. Aber die sieht auch schön aus und die hat die beste Musik. Hier nochmal den Mac holen, damit man hier dieses Herzchen kriegt. Und weg mit dir. Du hast deine Schuldigkeit getan, Mr. Mac. Boah, dieses Tempo, das ist sehr zufriedenstellend. Mhm. Zusammen mit diesem Feuer, Charged Feuer, ist schon sehr, sehr geil. Das Gefühl ist, als ob du wie durch Butter durch die Stage gleitest. Ja. Was hat Brandon sich jetzt geholt als Upgrade? Er holt sich, ich glaube, der Helm. Ist der Helm? Ist der Helm. Helm ist in jedem X-Game total useless. Aber 100%. Ja. Also, hier absolut. Na gut, ich würde nicht sagen, total. Bei X1 konntest du immerhin mit deinem Helm noch Steine kaputt machen. Was für eine Stelle oder zwei Stellen gut ist. Das sonst Spiel nicht. Wird schlechter, die Stimmung wird ernster. Das ist. Ei! Come on, don't struggle. Vielleicht bei X3 ist bestimmt wieder so gute Laune-Party. Also, Gio jetzt in der Stage, wo Berlin Dude gerade gut dabei ist, wobei Berlin Dude ist schon beim Boss. Ja. Die ganze Stage. Wird ein extremes Konzept. Ahead. Ja. Schlecht. Auf jeden Fall. Maverick müsste auch noch vorne sein gegenüber Stahlbolzen. Der Boss ist auch sehr cool, also sehr tricky. Du musst irgendwie ihn aus seinem Schneckenhaus bringen und dann. Okay, da ist schon mal die Mine hingelegt. Dann machst du hier hoch, runter mit den Gravity-Dingens, damit er nicht in sein Häuschen wieder reingeht. Okay, sein Häuschen musst du immer wegschubsen, damit sehr, er nicht reingeht. Gut gemacht. Ja, sehr, sehr gut von Berlin, Dude. Der sagt sich, bald kann ich das alles hinter mich lassen. Kein Stress mehr. Ah, warte mal ab, X3 kommt auch noch und da gibt es auch noch ein paar sehr, sehr schwierige Tricks. So, letzter Robotmeister für Berlin Dude. Oder Maverick, besser gesagt. So heißen die Robotmeister hier. Ja. Robotmaster war Mega Man und Mavericks sind Mega Man X. Ja, also in welchem Mega Man heißen die Bosse Berlin Dudes? X9, ne? Wir brauchen eins, auf jeden Fall. Ein Mega Man X, was in Berlin spielt. Und die ganzen Bosse sind Berlin Dudes. Chippern Dude machen wir daraus. Ja, oder so. Also, Chest-Upgrade müsste das sein, ja. Ja, Brustpanzerung. Mhm, also kriegst du weniger Schaden. Glaube ich jedenfalls. Also, ach nee, Quatsch, das war je was anderes. Du kriegst so eine aufgepowerte Attacke, die du nicht einmal benutzen musst, glaube ich. Gio ist auch ganz gut gerade mit der Taktik hin. Er kann den Gegner sogar in der einen Hälfte halten. Ah ja, cool. Also, war fast schon ein schönes Pattern. Ja. Oh, bei Bolzen
ist der Boss ein bisschen aus der Kontrolle geraten. Oh, zwei Hits sind es nur noch. Okay. Oder ein Dash Lemon. Ein Dash Lemon, ja. Ball tut auf dem Schrottplatz. Edlück nicht. Ja, nicht. Maverick hier schön wie Butter durch die Snail Stage. Jetzt ist die Hirnarbeit für uns vorbei, Vivi. Stages haben alle gepasst. Hast du danach geguckt, wie ich gespielt habe? Ja, ich habe extra echt immer bei dir geguckt. Ich sag so, Ich hab's noch Hunger, Upgrade holen. Oh ja, letzter Zwischenboss bei Berlin, Dude. Tank the damage. Aufgeschissen. Ich glaube, viele Revisits haben wir hier halt nicht in diesem Game. Aber wird nicht nötig werden, so wie beim ersten. Nochmal die Stage und nochmal Ich glaube, das gibt's hier nicht. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine nicht. Wahrscheinlich, aber einmal müsstest du es ja machen, um den Shoryu zu machen. Nee, den Shoryu holst du tatsächlich sogar in eine der Sigma Stages. Ach, die gibt's auf dem Weg. Ja. Okay. Interessant. So, jetzt haben wir das mit dem Häuschen auch bei Maverick. Aber der hat das, der hatte das Häuschen erwischt, aber letzten Hit. Okay. Interessant. Auch eine Taktik. So, der Boss bei Berlin Dude ist ein bisschen bescheuert. Muss erstmal hier die der Kerzenleuchter. Die Abrissbirne sozusagen erstmal kaputt hauen, damit der Boss sich tatsächlich zeigt. Die Arena wird größer. Und da ist die Motte. Ja, Mothra. Wird weggeflankt. Das war die Motte. Ja. So, Gio gegen den Ninja. Den Schrott-Ninja. Aber er hat ihn gleich. Dann haben wir Stahlbolzen mit Schnecki. So. Gucken wir mal, ob er jetzt einen Revisit macht. Ich glaube nicht, ne? Der Burden Dude müsste eigentlich... direkt in die Sigma-Stages. Das ist wahrscheinlich so ausgegangen. Du musst, wenn du alles geholt hast, dann bist du hier jetzt auf dem Weg. Ja. Auch sehr, sehr cooler Track hier. Ja. Hier gibt es auch ein paar fiese Tricks, meine ich. Ah! Diese Jumps. Ja! Hart. Ja. Den abgefeuert, damit der Dude ihn nicht nervt. Großer Jump. Jetzt kommen, glaube ich, gleich die Spikes, wenn ich mich nicht irre. Ich hab mich gehört. Kommt noch nicht sofort. Erstmal kommt der Boss. Ja. Diese Motte. So, Panzerung Upgrades auch bei Stahlbolzen. Mhm. Das sind jetzt schon hier auch, hier sind die Refights auch. Ja, die also Zwischenbosse quasi, die musst du nochmal refighten. Die eigentlich fast schwerer sind als die richtigen Bosse. Mhm. Also für Casual-Spieler, sag ich mal. Aber das hast du bei X3 auch. Da hast du so Bit und Byte, falls du dich noch erinnerst. Und die kommen zwischen den Stages ein paar Mal. Sag mir was, ja. Ja, das sind zwei üble Mavericks. So, Maverick selbst kommt gerade schnell durch die Stage, aber viel Lag gerade. Thank you.
Hier ist das mit Spikes. Wow, sehr, sehr nice. Alter. Und es geht noch weiter. Okay, bewusst Damage. Ja. Okay, das. Also das. Geil, geil. Das war ja wirklich was geil. Unten durch direkt. Ja, ja, Burning Dude heute on fire. Let's go. Alles klar. Dieser Stage für Aether, ein Horror. Oh, dieser Boss war für mich, wie ich den gehasst habe. Unberechenbar? Ja, vor allem, wenn du es zum ersten Mal machst. Du hast halt Plattformen unten in Stacheln, wenn du es falsch machst. Ja, ist so klar. Aber ja, mit diesem Schuss ist er eigentlich nicht super hart. Aber dauert halt ein bisschen lange, weil er nicht super viel Schaden frisst. Ja, und den Shoryu haben wir leider auch noch nicht. Wenn Projektile sind ja berechenbar, einmal kreuz, einmal quer. Ja, ja, ja. Das, wenn du genug Leben hast, dann kannst du nichts machen. Kannst du nichts mal. Ja, wenn der Hulk da ganz vorne in Stand tut, ansonsten wäre es echt. Aber das sah schon lustig aus, das habe ich so noch nicht gesehen. So, Maverick jetzt auch in den Sigma Stages angekommen. Wir bolzen jetzt beim Boss ist, von der Schrott Stage, also der Motte. Hört sich an wie eine LAN-Party hier. Bisschen, ne? Ohne Heizung. Ja. Schauen wir mal gleich, wie Gio die Spikes handelt. Ja, genau. Jetzt bei einem Italiener wahrscheinlich nicht so verwunderlich. Geht die Motte down bei Bolzen. So, also Gio und... Ah, nimmt, geht auch nochmal sicher. Ja, ja, ja. Ah, aber guck mal, wie lange es dauert. Ja. Also das ist schon ein krasser Skip. Das ist schon wirklich ein krasser Skip. Das ist ein krasser Skip, ja. Kann man nicht anders sagen. Schau, es ja wirklich, wirklich. Warten und dann erst rüberdashen, ja. Schätzen wir jetzt wieder aber auch das mit dem Damage Boost nach oben machen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen. Was ist. Ja. Da ist das Ding. Na, oh, wie lange das dauert. Ja. So, wann ist es weiter? Ja, macht's lieber safe. Er macht's safe, okay. Nur das letzte geht hier halbwegs noch. Ja. Ja, enorm, ne? Also, krass, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Aber es ist schön, hier mal das auch zu sehen, wie viel Unterschied das macht, ja, ne? Dann wäre auch bei einer Stunde acht jetzt fast nicht viel Unterschied. Mhm. Da ist der Shoryu. Unser letztes Upgrade. So, Berlin Dude ist jetzt overpowered. Den setzt du dann auch bei jedem Boss ein? So gut wie bei jedem. Also bei den meisten geht das sogar, weil tatsächlich sind die Arenen so gut aufgebaut, dass du einfach hier kurz warten. Oh, you can. Oh, dann kannst du auch in den Spikes anstehen. Ja, eine. Danach hast du die Stage geschafft quasi. Solltest du den Shoryu missen, bist du halt leider tot. Hat der Shoryu dann immer, das war ja schon ein sehr hoher Schwung. Also macht er wirklich über den ganzen Bildschirm und dann immer recht er macht halt sehr weit oben und der macht auch per Frame Damage. Also der, oh, macht nicht, okay, der macht nicht sofort 100%, sondern... Also jeden Frame, wo du dann durchgehst? Ja. Jeden, entweder ein oder jeder zweite Frame. Das ist mehr der Ken-Hadok, der Ken-Shoryu gerade ist ja von Ryo, weil der geht ja nach vorne anstatt direkt nach oben. Ja. Gehen beide ein Stück nach vorne, aber ja, du hast recht mit Ken. Ja, ja, so ein bisschen mehr. Ja, ja, ja. Du hast auch hier die Feuerfaust, also quasi N. So kenne ich das. Ja. So, jetzt Burning Dude bei den Refights. Sehr picky. Oh, okay, jetzt die zweite. Let's go. Burning Dude. Ich will noch einen Stunlock sehen. Holy shit. Krass. Ey. Fucking Gaming God. Was geht? Alter, zweimal Perfect Stunlock bei dem Boss, beim Haupt- und beim Refight. Fucking nice. Sehr, sehr gut. Du, er traut sich schon nichts mehr zu sagen. Ja, ja, er will nicht mehr hier. Oh, schöner Skip bei Bolzen. Oh, da, okay. Nochmal, okay. Bolzen hat den Spike-Skip hingekriegt. Ja, ich habe leider etwas bei Maverick nicht geguckt, weil wir gerade bei Berlin Dude waren. Aber ja, scheint gut gelaufen zu sein. Mal sehen, also falls Maverick
den nicht so gut gemacht hat, müsst ihr lang, bald wieder nah beieinander sein. Ach so. Hier sieht man diese Neon Jumps, die ich meinte. Na gut, Maverick hat diesen Boss schon längst geschafft, wo Stahlbolzen da ist. Ah, Maverick schon hier sehr schnell unterwegs. Zwei Hadoukens. Oh, bitte! Oh nein! Hat es Gio gefetzt? Gio gefetzt, ja. Stacheln. Nein! Ja, Stacheln halt, ne? In der Luft. Ah, hier war das wahrscheinlich. Okay. Okay. Jetzt holt sich Maverick sein Shoryu ab. Hier willst du aufpassen mit den Shoryu bei Berlin Dudes Screen, weil du willst erstmal Iframes haben, bevor du das machst. Oben sind Spikes. Haben sie bewusst da oben hingemacht, ey. Ach, Mann, ey. Hauptsache die Neon sitzen, ne? Mein Gio auch da. Oh nein! Maverick, was war das denn? Was ist denn da passiert? Ja, ich glitsche mit meinem Hand von deinem Controller. Er ist mit seinen Fingern ausgeglitscht, anscheinend. Da war der Glitch vor der Konsole, ja. Ich meine. Einen Pallet-Drop gegeben hat. Ja, schade. Ja. Während es bei Berlin tut, aber echt gut läuft. Hier, bei dem Boss musst du natürlich zwei Shoryus machen. Erstmal die Abrissbirne und dann die Motte. Ah, dann die gefehlt hat. Unkuriert. Ah. Ja, das kann er natürlich auch wie bei Mega Man X1. Du kannst den Shoryu nur machen, wenn du volles Leben hast. Ja. Ist es so bei den E-Tanks, der nimmt nur das raus, was er braucht? Ja. Okay. Nee, er nimmt immer, verbraucht den komplett. Also den E-Tank. Okay. Auch wenn du nur einen Fitzel brauchst und nur einen vollen E-Tank hast, verbraucht er den ganzen E-Tank. Okay, das ist natürlich heftig. Aber du kannst ihn halt auch benutzen, wenn er nicht voll ist. Also wenn du noch wenig hast, kannst du ihn auch benutzen. Sonst würde er zum Vollmachen dann zum nächsten E-Tank immer rübergehen, wenn er nicht voll ist. Richtig, ja. Okay. So, Ostrich. Diesmal im Schnee. Gio bekommt jetzt auch seinen Shoryu. Nicht Gio, sorry, Bolzen. Sehr guter Fight bei Berlin Dude. Alter. Sogar guter RNG, glaube ich. Wir fallen hier ein bisschen klassischer, dass du auch wirklich die Stage-Wahl nochmal hast. Mhm. Da sieht man wieder bei Gio, wenn man den Boss nicht schnell macht, kann sowas passieren. Ja. Und es dauert. Wie viel Kreissägen gibt er ein? Ah, schon die zweite. Weg mit der Gurke. Da hast du auch gesehen, dass es nur per Frame gemacht hat. Er hat ihn zwar berührt, aber es hat nicht sofort 100% abgezogen, der Shoryu. Das ist krass. Nee, alles gut. Dann langer Gegner, aber flacher Gegner hat Vorteile. Gegenüber einem, der aufgesteht. Das ist die Schnecke bei Berlin. Wie macht er die? Nehmen wir einen Shoryu oder? Keine Ahnung. Sehen wir. Irgendwelche Ausreden. Würde ich auch sagen. Nein. Oh, das ist wieder sehr risky am Ende. Kein E-Tank. Hä? Interessant. Ah, da ist der Shoryu, okay. Er muss erstmal in Position. Er muss die richtige Position haben. Ja, aber der Shoryu, der kommt auch sehr weit nach vorne, ne? Er ist mindestens so ein über ein Drittel oder so. Naja. Fast die Hälfte. Über ein Drittel auf jeden Fall. Recht. Aber du musst schon dir sehr sicher sein, dass du nicht in den Abgrund stürzt, was passiert. Berlin Dude jetzt durch mit den Refights. What? Oh oh. Du wurde getroffen? Okay, ja. Alles gut, er kann noch sein. Shoryu machen. Zu früh, ein Tick zu früh. Oh, nicht erwischt. Schade, schade. Da war das Timing nicht perfekt bei Gio. Ja, den Showcase mach ich jetzt aber nicht, ne? Ja, ich hab den ja. Er ist ja von mir hier einmal rüber. Getränkepause. Musste Sonntag machen. Da ist Sigma. Das kennen sie gut aus. Hat einen Kollegen mitgebracht. Guck mal, wer da ist. Tja, unglaublich. Bom, 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 bom. Das war nur Fake. Da ist der echte Zero. Maverick und Gio beim
exakt gleich gerade. Mhm. Was ist denn da passiert? Ein Think Shoryu. Ja. Think Shoryuken, meinst du? Geile Scheiße. Sieht echt perfekt aus. Was ist das denn? Synchronität, ey. Aber es ist, also da war es exakt gleich, aber die haben nicht die gleiche Reihenfolge. Hätte ich mal zu Crab gehen müssen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Habe ich schon leider. So schade. Oh, sehr guter Wolverine-Fight bei Berlin Dude. Und ein schönes Pattern. Schön ausgewichen und dann Shoryu noch durchgekriegt. Komischen Virus. Knapp vorbei. Aber da. Ja. Bei Stahlbolz gerade. So, guck mal da. Da ist sie, ja, da sind die 3D-Effekte. Virus Sigma. Alter, das nein, ist, das ist die Zukunft. Er braucht mehr als nur... Oh! Zwei. Split in Berlin. Let's go. Okay, also. Fertig mit X2. X2. Berlin Dude schon zu X3. Okay. Eine Stunde, 16 Minuten und zwei Games durch, Alter. Krass, ne? Ich bin noch. Das letzte, meine ich, müsste jetzt das längste sein, vom Umfang her. Ich meinst, meine das auch, wird noch unter zwei Stunden? Das wird, nee, es wird knapp, ne? Selbst bei hier. Ja, bei so einem Tempo von Berlin Dude, also so gut wie er X2 gemacht hat, wenn er X3 jetzt ähnlich schnell macht, dann könnte es unter zwei Stunden werden. Ja, wobei, X3 dauert schon ein bisschen länger. Ja, wir werden gleich bei X3 auch nochmal drauf eingehen. Wir müssen natürlich gucken, wie sich unsere anderen Kontrahenten schlagen. Nee. Das ist gar nicht der Wasserstand. Habe ich auch schon sehr oft gehabt. X3 bei das Kind am liebsten. Sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Also er stoppt ja nicht. Ich hab die Chain gedodged. Ja, die Saturn-Version hatten wir damals. Ja, ich auch. Die hatte noch so coole Intros bei dem Boss. Bossen, wenn man die angewählt hat. Die Mutter. Das ist so eine schöne Street Fighter für so eine Turbo-Kombo. Nee, da hatte ich jetzt richtig Angst vor dem Squish. Diese Saison. Ja, du siehst auch nicht viel bei Mega Man X3. Fängt es halt an mit einer Intro-Stage, die nicht allzu schwer ist. Mit einem Boss, der nicht allzu schwer ist. Aber du wirst hier vorgestellt, hier kannst du Zero steuern, weil der X wird jetzt gefangen genommen. Oh nein! Jetzt muss Zero zu Hilfe kommen. Ja. Na gut. Okay. Ja, das war eben gerade auch schon Zielscheibe. Zero ist sehr nützlich in diesem Spiel. Wir werden ihn einmal kurz benutzen und ihn dann schnell sterben lassen, damit wir sein Schwert bekommen. Das ist so... Wie wäre denn sonst der Ablauf hier? Ist es storymäßig bestimmt, wie das mit Zero passiert? Oder kannst du dann auswählen jeweils? Ja, aber er stirbt nicht wirklich, also storymäßig. Aber du kannst halt an einer bestimmten Stelle kannst du Zero rufen und ihn kurz steuern. Und wenn du an einem bestimmten Zwischenboss mit Zero beendest, dann... Ja, will ich nicht unbedingt spoilern, okay, aber... Spoiler noch nicht, wir kommen ja bald hin. Ja. So, Gio müsste langsam, glaube ich, auch jetzt zum finalen Boss gucken, nicht anfassen. Kommen. Echt von Mac angegriffen. Da sieht man schon, wird es wahrscheinlich bald bei so 1,19 oder so beenden, ne? Also, du willst ja, wenn er den Fight jetzt gut hinbekommt. Ja. Ein Teleport. Oh, verdammt! Er iframes da durch, shit. Ja. Aber er hat noch einen Versuch. Nicht hundertprozentig getroffen. Jetzt machst du es mit Lemons. Ja. Oder auch nicht. Okay. Aber, wirklich? Wirklich? Sehr. Oh, das war jetzt wirklich shitty, super fies, ey. Echt? Also vor allem, er braucht ja eigentlich das auch für den finalen Boss gerade, oder? Ja, jetzt hat er keinen Shoryu mehr. Also das heißt, kein Quick-Kill für den finalen Boss. Maverick hat den auch leider nicht gegessen. Falsch gegessen. Ja, der Shoryu ist durch. Hat er noch E-Tanks? Einen hat er noch. Und, das war aber okay. Sehr gut. Das war sehr risky, aber sehr gut. Ja. Trotzdem ist der finale Boss, der muss jetzt klassisch gemacht werden. Mhm. Wenn man mal bedenkt, wie schnell das bei Berlin Dude ging, dieser Bossfight, der war schon krass. Also Berlin Dude holt sich gleich, wir gucken, wie weit Gio ist, aber das wird mindestens 4 Minuten Vorsprung gleich werden. Hat er ihn? Oh, hat er nicht erwischt. Schaust dir an, Maverick? Ist hat ihn wieder nicht erwischt. What? Okay,
Aber Maverick hat es geschafft. Ja. Also Maverick ist jetzt auf der 2. Ja. Noch 3 Minuten hinterher, aber hat sich vor Gio und vor Stahlbolzen. Aber Berlin-Du schon. Also Berlin-Du fliegt gerade. Ja, er ist gerade sehr, sehr krass. Das ist wirklich, das ist volle Performance hier. Oh, ich mag diese Stage auch überhaupt nicht, in der Berlin Dude ist. Das ist halt die erste Stage, die man anwählt bei X3. Und die ist halt nicht einfach, weil die Gegner, die machen recht viel Schaden. Du hast noch nicht viel Leben und die Stage selber ist halt total nervig. Ja, war mir klar, dass du das hast. Und das Schlimmste ist, wir müssen die auch noch revisiten später. Ach. Die Revisits haben wir leider wieder in X3. Aber es sind nicht viele, ich glaube nur 2. Gibt es noch einen schlimmen Zwischenboss auch noch in dieser Stage, der nervt? Also, du wirst am Anfang schon wirklich bombardiert hier, wenn du diese Stage anfängst. Aber es ist halt wirklich am schnellsten, wenn du das machst. Die Energieleiste ist auch mini. Ja, das ist halt am Anfang immer so. Man sieht den Unterschied direkt, wie es so gegen Ende ist. Stahlbolz musste gerade leider auch beim finalen Boss auf den Hado verzichten, auf den Shuriken verzichten. Er hat gerade Leben bekommen, aber konnte es trotzdem nicht beenden. So, also bei X3, wir hatten ein bisschen drüber gesprochen, das ist auch den Part mit Zero jetzt hier, aber wir wollen das natürlich anders machen für den Rest des Spieles. Was kannst du uns da erzählen? Was ich vorhin schon erzählt habe, hier gibt es kein Hadouken und auch kein Shoryuken und auch kein Tatsu. Hier ist lustig wär's. Ja, das wäre auf jeden Fall lustig, aber hier ist das Gimmick Zeros geiles Laserschwert. Was aber nicht 100% Schaden macht, sondern nur 50. Also das heißt, du musst 2 Schwert-Slashes machen, damit die Bosse sterben. So, Stahlbolzen auch jetzt dran. Also 2 Slashes, aber es gilt auch volle Energie, schätze ich mal, ne? Ja. Obwohl, nee, Quatsch, brauchst du gar nicht. Oh, brauchst du keine volle Energie? Nee. Okay. Okay, das wird natürlich auch zu wesentlich riskanteren Strategien führen. Ja. Aber es geht, du kriegst halt später halt noch so ein, wenn du halt, was wir auch machen, 100%, kriegst du halt eine Armor, die dir mal extra Dingens gibt. Waffenenergie und so. Und Maverick, Berlin Dude hat den ersten Boss down. Wunderbar. Da die anderen noch in der Intro. Ja, alle sind mittlerweile angekommen bei X3. Also Maverick neues Ziel für diesen Run unter 220. Läuft. Ach, dieser 1,16 für beide Spiele von Berlin. Ja, ich krass. Geht ja eh nur um Elevator Skip. Da treffen wir uns doch sowieso wieder. Treffen sich eh alle wieder. Ben, meinst du, wir werden jetzt hier auch wieder ein gleiches Pattern bei den Bossen sehen? Also wie man die Stages auslöst? Ich glaube ja. Ich glaube, hier gibt es nicht super viele Router-Versions bei diesem Game. Ich glaube, die beiden Jungs haben Spaß, uns zuzuschauen. Du kannst halt dich entscheiden später, ob du jetzt die eine oder die andere nimmst, weil es nimmt sich nicht viel, welches du machst. Aber ich glaube, es ist schon ein Tick sogar schneller, wenn man das eine nimmt. Also gibt's da nicht großartig. Oh! Das ist eine sehr gemeine Stelle. Okay, aber ey, Alter, was ist denn das für ein Eis? Ja. Wenn du da rauf dashst, bist du halt mega schnell. Guck dir hier. Also wirklich krass. So schnell hätte ich das jetzt nicht erwartet. Ah, ist nochmal gut gegangen. Ja, ist nicht so schlimm. Also Berlin Dude hätte es vertragen können. Ne? Der hat sich jetzt so einen guten Vorsprung ausgebaut, so 1-2 Fehler. Der Druck müsste wahrscheinlich ein bisschen runter sein. Hier bei X3 siehst du diese leeren Räume, diese leeren Bossräume. Das heißt, hier könnten potenziell Bit und Byte, das sind diese Zwischengegner. Und das ist random, ne? Das ist halt random. Aber die können auch nicht sofort kommen, die können erst ab der dritten Stage kommen. Aber es ist halt nicht fix, in welcher Stage die kommen. Deswegen also gibt es in jeder Stage diese Arena. Das heißt also, wenn das jetzt die dritte wäre und da gerade das Spiel bestimmt, jetzt wäre es soweit, können sie sich darin befinden. Hier gibt es einen sehr schwierigen Trick, also ähnlich wie der Iceless Jump bei Mega Man X1. Das macht der Berlin Dude jetzt nicht, weil es ein bisschen schwer ist. Jetzt macht er es normal. Er muss jetzt hier, holt er sich die Boots upgrade und dann kann er diesen E-Tank von vorhin holen, weil er jetzt nach oben dashen kann und Air-Dashes in der Luft machen kann. Stahlbolzen beim großen Boss. Die anderen müssten, meine ich, schon einen Tacken weiter sein. Maverick hatte den vorhin. Sieht man das? Ah, ja. Diesen E-Tank kann man auch ohne diesen Dash holen, aber ist halt sehr schwer. Okay. Nimmt er sich halt ein paar Sekunden und macht das so. Das ist immer die eine Stelle, wo man hoch umgreifen muss. Erleuchtet. So, und jetzt kommt der schwierigste Bossfight in Mega Man History.
Okay. Was natürlich gelogen ist. Damit sagst du genau das Gegenteil. Ja. Wenn du weißt, was man hier machen muss, ist es sehr lustig. Haust ihn gegen die Wand. Und jedes Mal, wenn du springst, denkt der Trottel, dass du rüberspringst. Oh, wie deswegen dumm ist das auch. Denn? Aber jetzt. Hä? Aber jetzt. Hä? Aber jetzt. Ja, ist ein guter Boss. Er ist ein ganz guter Boss, stimmt. Oh shit. Da sieht man auch bei Gio gerade Leben hier in dieser Stage halt wirklich. Man hat es von ihm gehört, ne? Also der so kurz. Jetzt muss er den Boss machen, ohne getroffen zu werden. Puff. Ich glaube, er kann von einem Drill getroffen werden, ich bin mir aber nicht sicher. Also vom Körper auf keinen Fall. Mal gleich mal sehen. Jetzt siehst du bei Berlin Dude die Cutscene. Ab jetzt heißt es, dass die beiden Bit und Byte auftauchen können in den Stages. Das sind die beiden Dudes. Das sieht ganz gut aus bei Gio. Ich glaube ja nicht, dass er sich noch treffen lässt. Aber zum Glück sind unsere Ohren ja so gepolt, wenn irgendwas nicht so ist, wie man es kennt. Ja. Da ist ja irgendwas anderes. Der trollt halt ganz gerne mal. Das stimmt. Ich habe gerade diesen Text gehört. Diesen wenn du nicht aufpasst, wirst du wahrscheinlich direkt landen. Er wollte auch mal, Puh. Tunnel. 3 HP im Alright. Tunnel. Also Maverick macht dieses Eisleiden. Oh, jetzt kommt gleich die Stelle, oder? Ja. Mal gucken, wie Maverick das macht. Ganz easy. Easy. First so try. Macht man das. First try, ja. Also die Plattform auch so gelegt, die Eisblöcke. Als nächstes kommt Neon Tiger. Eine sehr coole Stage, wie ich finde. Erstmal den E-Tank geholt. Ja, das Lustige ist, wenn du mit den Drills auf diese komischen, roten, großen Viecher haust, dann hören sie auf. Dann ist deren Hitbox kleiner. Mhm. Dann kannst du rüberspringen. So, hier Secret Door unlocked, damit man sich dein Buster-Upgrade holen kann. Mhm. Und auch hier funzt er so, dass du halt noch einen weiteren Aufladschuss hast. Also Gio auch First Try unten, neben Sliden. Ja. Also aufladen beim Buster, ja? Ja, nicht nur beim Buster, sondern auch bei den anderen Waffen hast du einen zusätzlichen Aufladschuss. Wie ist es mit den Dash Lemons hier auch hilfreich, oder? Ja. Aber wesentlich schwächer als bei den ersten beiden Games. Also nicht der doppelte Schaden damit? Doch, du machst das schon den doppelten Schaden, aber bei viel weniger Gegnern als bei den anderen beiden. Bei Bossen so gut wie gar nicht, glaube ich sogar. Ein bisschen getrollt, aber bin mir aber nicht mehr sicher. Er hat keinen One-Cycle gekriegt bei dem mit Boss, nimmst aber ist auch sehr schwer. Nimmst du mit, sagst du. So war schon ganz gut genug. Man sieht den kaum, den Boss. So schnell da oben. Wo ist denn der? Ach ja, da oben. Tiger, ne? Ach ja, Tiger kommt jetzt hier nicht jinx, ich bin jetzt bei Etappe ist es noch nicht in der Stage. Hier der Eisschuss ist halt sehr, sehr stark. Aber der ist halt mega lahm. Du willst ihn halt nah dran machen. Deswegen ist es manchmal ein bisschen risky. Jetzt gucken wir mal, wie Stahlbolzen das mit dem Eisleiter unten macht. Der ist nicht ein Tiger bei mir. Second try, immerhin. Das sagen, an der Stelle haben tatsächlich alle gegenüber Berlin Dude ein bisschen Zeit rausgeholt. Nichtsdestotrotz, Berlin Dude noch weit vorne. Ja, das waren jetzt knapp 4 Minuten, ne? Nee. Über Gio. Bei Tiger gekommen. Ich meine, sogar Maverick hatte vielleicht sogar den zweiten, ne? Doch, Maverick war zweiter. Ja. Maverick hat den Boss da. Ah, okay. Ein Bossfight getrennt von dem. Ja, Maverick ein Bossfight vorne, genau. Momentan noch Stahlbolz ein bisschen ab vom Schuss. Aber es ist ja seine Kategorie hier. Ja. Kann er ganz viel gut machen. Ja, wir haben es bei X-Fan und Maverick gesehen. Der ist eben trotz dieser zwei unglücklichen Deaths. Im ersten hat er sich auf jeden Fall nochmal 2 Positionen nach vorne gezogen. Ja. Ein Charge. Alright, Neon Tiger down. War das ein braves Tigerchen, ja? Ja, meow, meow, meow hat er gemacht. Meow, 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 unten hat meow. Das gemacht. Brave Miezekatze.
Ich mache das auch spannender, als es sein muss. Ne? Ich bin erstmal zweimal in den Waffen gekommen. Erstmal so voll rein. Schön 3 HP. Ja, ja. Mhm. Ja. Also genau 2 Stages, glaube ich, entfernt von Gio, der Berlin Dude. Wobei, er muss auch noch die Cutscene jetzt sich angucken. Das stimmt, die müssen jetzt aktiviert werden. So, Gravity Beetle, nächste Stage, auch sehr coole Musik. Mal sehen, ob wir jetzt Bit und Byte sehen, weil eben in der Stage hätten sie schon aufkreuzen können. Aber waren noch nicht da. Kommen wir sie jetzt? Er ist hier. Ja. Das sitzt da ist der Bit. Ist es so über den Verlauf des Spiels, dass du sich jeweils kriegst, viermal den und viermal den, oder kann es wirklich sehr unterschiedlich sein, wie oft du die bekämpfen musst? Nee, du kommst sie nur einmal. Ach, jeweils. Ist es nur einmal? Ja, ja, ja. Okay, gut. Aber wann sie kommen ist... Aber du bekommst sie auf jeden Fall. Das Gute ist, eigentlich kann Berlin Dude froh sein, dass er hier kommt, weil in der nächsten Stage, wenn er da kommen würde, müsste er halt auch wieder diesen Eisschuss benutzen. Und der Eisschuss, der ist sehr wichtig für die nächste Stage. Er muss halt sehr... Da geht nicht nur der Boss, sondern auch der Zwischenboss geht mit dem Eis. Und wenn der jetzt auch noch kommen würde, dann müsste die Taktik anpassen. Ja. Du bist richtig gemobbt da. Ja, heute, ich werde gerade echt richtig hart gemobbt. Schöner Klein. Lass dich nicht treffen. Da ein bisschen. Aua, aua, aua. Okay, ein kleiner Schlag. Ich hätte mal die Schnauze halten sollen. Mobben nicht. Er hat es unterbewusst gespürt. Natürlich für Casual-Spieler sehen da, oh, ein Extra-Leben. Nein, ich gehe nicht den 2 Frames weiter mitzunehmen. Ja. Hallo, 2 fucking Frames? Ja. Spinnt doch. Nix hier, save the animals. Mal mit dem Jump ein bisschen an die Decke geklatscht gerade bei Berlin Dude. Mhm. Man kann einen Schuss, obwohl das... Ja. Ist es der aufgeladene Schuss? Das ist der aufgeladene Eisschuss, ja. So, Maverick hatte gerade auch den Bit. Ist es Bit? Ja, das ist Bit. Oder ist es Byte? Nein, meine ist Bit. Doch immer. Das Remake ist ein Megabit und Megabyte. Mhm. Ja, der Boss hier ist relativ easy mit dem richtigen Schuss. Dauert nur ein bisschen lang, weil die Iframes halt extrem lang sind bei den Dude, wie du sehen kannst. Right. So, Maverick jetzt auch beim Tiger. Während Bolzen bei dem Midboss ist. Nice. Und ja, alle bekommen sie Bit in dieser Stage anscheinend. Als ob es geplant wäre. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja ganz hilfreich, damit genug für der Ice Weapon bei der nächsten Stage dann richtig hier übrig sein kann. Das war in der Stage, wo Berlin Dude jetzt sein müsste. Ja. Toxic Seahorse. Na, dieser Bit. Kein Mensch. Ich schätze mal, für den anderen Gegner wäre eine andere Waffe dann besser, dass du das Eis nicht verschwendest, ne? Naja, nee, eigentlich nicht. Du machst es halt trotzdem mit dem Eis. Du musst halt zusehen, dass du nicht daneben ballerst. Gut, dann ist die Chance ja dann doch da, dass er jetzt kommt, der andere, ne? Der andere kann doch nicht kommen. Oh, kann er nicht? Der erste kommt in den Stages 3, 4, 5. Der zweite kommt in den Stages 6, 7 oder 8. Okay, okay. Meine ich. Achso. Jeder also Maverick immer auf dem Bossfight vorne beim Neon Tiger. Mhm. Gio jetzt gerade dabei. Und auch Stahlbolzen, ne? Ja. Also alle haben in der gleichen Stage den Typen gekriegt. Guck mal, Bolzen ist jetzt schon out of ice. Ja, ich hab ganz das müssen wir mit den Lemons, Mann. Und Dash Lemons. Alright. Ich wusste es. Das ist noch ein signifikant längerer Fight gerade. Oi, oi, Gio. Gefährlich aus.
Ja, du willst nicht, dass er in der Mitte landet. Oh, ärgerlich. Aber man sah, wie der wirklich in der Mitte dann kommt. Ja, du willst nicht, dass er in der Mitte landet. Konntest du auch, kannst unnötig. Du gar nichts machen einfach danach? Naja, du kannst. Ich glaube doch, du kannst dafür sorgen, dass er nicht in der Mitte landet. Das ist, wenn, er hat sich das ein bisschen schlecht positioniert, glaube ich. Ja, du kannst ihn manipulieren, während er in der Luft ist. Was heißt das hier, dass Gio wahrscheinlich das Extra-Leben dann doch mitnimmt, ne, auf dem Weg? Wird er machen jetzt, ne? Weiß ich nicht, ne. Hier ist es nicht so wichtig, glaube ich. Okay, Maverick ist gerade auch vorbei, wir werden es ja gleich sehen. Der hat das Extra-Leben nicht mitgenommen. Nee, du brauchst es hier auch, du musst ja nicht sterben, wie bei X1. Aber schaust dir an, alleine das hat gereicht, jetzt ist Stahlbolzen vor Gio. Ja. Oh, schade. Aber jetzt hat er ja sehr viele Alpha. Ja, am Ende macht er halt diesen Move, dann ist er sehr lange unverwundbar und das ist. Alter, wie lange das auch dauert. Ja. Und hier siehst du eine sehr coole Strategie von Berlin Dude. Wenn du ihn in der Luft einfrierst, dann hat er viel längere I-Frames und du kannst raufballern und die I-Frames werden sogar teilweise ignoriert. Okay. Und du hast gesehen, das hat genau gereicht. Also wäre jetzt noch bitter gewesen in der Stage, das wäre nicht so cool gewesen. Also jetzt Stahlbolzen und Gio fast gleich auch. Ja. Stahlbolzen so einen kleinen Tacken vorne. Ich muss mich mal wieder erinnern. Noch ein bisschen weiter Maverick, der jetzt schon bei dem anderen. Also eine Stage ungefähr, also komplett die Stage im Vorteil bei Maverick. Berlin Dude noch mal zwei Stages, ne? Der hat jetzt drei über, meine ich, gerade auf dem Auswahlschirm. Und ab jetzt könnte auch Byte kommen. Bei Berlin Dude, ne? Ja. Sehr guter Skip. Oh, siehst du dabei? Ah, ne, Quatsch, das war's. Das war's gar nicht. Sorry, ich hab mich gerade. Ich bin nur gerade fasziniert von fast synchronen Springen der beiden. Jetzt siehst du die Power der Super Nintendo bei Berlin Dude. Ja. Ah, oh, wow. Technik von morgen. Danke mal von vorgestern. Ja. So, beide lassen das Extra-Leben liegen, auch Gio. Dieser also eine Schritt gemacht. Verschwendet zu viel Zeit. Ja. Aber schau's an, die sind fast exakt gleich auf, ey. Mhm. So, was hier Berlin Dude gerade macht, man muss hier nicht nur alle E-Tanks und alle Herzen sammeln und alle Upgrades, sondern in diesem Game auch alle Mech-Upgrades. Okay. Er hat jetzt gerade den Mech befreit, das heißt, sie sind jetzt quasi freigegeben. Man kann jetzt benutzen, ja. Und ja, es gibt halt verschiedene Mechs und die musst du alle einsammeln. Also vier Stück insgesamt, die du zusätzlich noch sammeln musst. Also jetzt ist Gio wieder ein bisschen vorne. Ja, ein paar Momente. Okay. Hier ist der Zwischenboss bei Maverick, den ich meinte, den du auch mit Eis ganz viel. Mhm. Aber dann kippt er auch sehr schnell um, wenn du es richtig machst. Berlin Dude nimmt ein bisschen Intentional Damage. Wo es passt. Solide Stage. Also einfach, ja, solide Arbeit allgemein hier. Ja, ja. Airbus ist sehr lustig. Hier den Stachel. Du wechselst heißt die Waffe, weil die Animation von den aufgeladenen Schuss dauert so lang, machst halt Pause und er kriegt trotzdem den Schaden. Oh, okay. Hast du auch einen Pause-Screen? Ja. Also siehst, sobald das aufhört, hat er ganz viel Leben verloren. Ja. Hey, Berlin Dude hat ihn. Mhm. Das ist einer der leichtesten Bosse überhaupt. Also wenn du die richtige Waffe hast, weil Gravity und. Meinst du jetzt richtig leichtesten Bosse oder nicht wie vorhin einer der schwersten Bosse? Nee, ist schon wirklich sehr, sehr leicht, wenn du die richtige Waffe hast. Du musst halt nur ballern, der Typ ist in der Luft und kriegt die ganze Zeit Schaden, weil halt so einen Gravity-Schuss hast. Oh nein. Aha, jetzt erst gemerkt. Scheiße. Guck mich denn zurück. Na, du kannst doch den Reset-Knopf drücken. Kannst dich raus. Ja, ich weiß nicht. Du kannst
theoretisch den Reset und dann mit Passwort wieder reingehen, aber... Ein Passwort? Ja, das ist automatisch da. Das ist das Auto. Das letzte, was du sozusagen beendet hast. Ja. Ich glaube, die Stahlbolz hat gerade einen schlimmen Fehler gemacht. Ja, wegen der Aufsicht von Resetten mit dem Passwort wieder rein. Das musste Maeve auch erst lernen. Ja, ich muss das auch erst lernen. Kannst ja mal nachfragen oder so, ne? Mhm. Ja, weil Stahlbolz muss ja jetzt sein. Wobei, hat er das Passwort? Das frag mal, was er gemacht danke, hat. Danke, Berlin. Naja, hat die Stage halt verkackt. Und ich glaube, weil er Zero gerufen hat oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, cool. Regie, können wir uns mal zuschalten? Ich frag mal nach. Da war ja noch eine Stage. Ja. Hört ihr uns da oben? Ja. Ja. Stahlbolzen, was ist denn gerade passiert? Du musst es wieder resetten. Was hast du gemacht? Er hat, ich habe mich vom anderen Screen ablenken lassen. Dachte, er wäre schon der Stage durch. Aber durch das Soft Reset kann er dann das Passwort benutzen. Ja. Ja, das haben wir mitbekommen. Aber was hat denn gerade nicht geklappt? Er hat ein falsches Stage ausgewählt. Er hat bei mir zugeguckt und dachte, er müsste jetzt gleich woanders hingehen. Ich dachte, ich schon durch. Stage Select ist halt immer noch der größte Final Boss. Ja. Passiert. Du musst das Passwort nicht eintippen, das war nach dem Reset da, ja? Das haben sie mir gerade zum Glück noch gesagt. Ja, okay. Das ist automatisch. Sonst hätte ich Stage irgendwie so durchgezogen. Genau. Was auch noch okay gegangen wäre, glaube ich. Das ist typisch GDQ übrigens, ne? Auf den anderen Bildschirm gucken. Ey, aber ihr macht das alle wunderbar. Das ist mega spannend. Also, schön weitermachen. Okay. So. Upgrade bei Maverick. Bosskämpfe. Das ist den anderen. Weiß, ne? Mhm. Ja. Aber es ist tatsächlich einfach nur mal die falsche Stage angewählt. Ja. Schnell ja, das passiert wirklich häufig. Ich muss sagen, als Runner bist du nicht häufig in der Gelegenheit, dass du nochmal siehst, was jemand auf einem anderen Bildschirm macht. Jetzt siehst du bei Berlin Dude, jetzt benutzt du das erste Mal den Mac. Und wofür er ihn benutzt, das war's schon. Nur um den Boden da kaputt zu kriegen. Du kannst jetzt da liegen bleiben. Den E-Tank will man natürlich mitnehmen. Yes, gehört jetzt zu 100%. Oh. Genau. Ja. Nee, wir waren eben nach Tiger ungefähr. Fun Fact übrigens mit dieser Waffe, die Eiswaffe. Die Gegner neigen dazu, sehr häufig Leben zu droppen, wenn du sie damit tötest. Ah, okay. Also ganz wieder schnell aufladen, ne? Richtig, ja. Meinst du jeden, den goldenen? Der Casual mal das probieren will. Die Waffe ist sehr, sehr gut. Habe ich noch nicht gehabt. Wegen sie, du meinst, ihr hattet ja auch die Saturn-Version, war außer dieser Mini-Intros noch mal groß was anders? Oder mehr Farben oder so? Ich erinnere mich nicht wirklich. Mehr, ne? Also dafür, dass die ein, sagen wir mal, Super Nintendo-Spiel auf einer richtigen Konsole verkaufen wollten, muss ja noch ein bisschen was mehr extra sein. Mhm. Müsste ich mal noch mal auschecken, glaube ich, die Saturn-Version, dann kann ich dir vielleicht genauer sagen. Wow. Ich glaube, so bei Speedruns sehe ich tatsächlich aber dann, dass die Super Nintendo-Version werden dann. Ja, wahrscheinlich wegen Ladezeiten natürlich. Ne? Ja, Ladezeiten und. Sonst würde so ein Marathon wie hier ein bisschen komischer. Ja, die Konsole auch noch wechselst dazwischen. So, auch bei Geo die Power des Super Nintendos. Mhm. Der Boss bei den Berlin Dude ist ein bisschen nervig. Ab der zweiten Phase. Also, fast alle Bosse haben hier zwei Phasen. Ab der Hälfte macht er halt so ein anderes Pattern. Und das dauert halt ein bisschen länger, weil du da die Iframes abwarten musst. Berlin hat es schon bald. Nee, der kommt Gio jetzt den Mac befreit. Ich hab der Stahl gesagt, hat die drei Boss-Situationen. Maverick auch mit seiner Stage durch. Den Scheißboy und den. Und ich glaube, Berlin Dude hat nur noch einen Robotmaster, genau. Wer ist der nochmal? Was es hier noch gibt übrigens, nicht nur Bit und Byte, man muss natürlich auch. Weil, der kommt hier natürlich auch zurück. Der hat noch seine eigene kleine Stage. Die werden wir jetzt hier gleich sehen bei Berlin Dude. Es gibt zwei Eingänge. Einmal in der Catfish-Stage von eben und einmal hier in dieser Stage. Und es ist. Da unten ist übrigens Byte bei Geo. Okay. Der ist eine Stage früher gekommen als bei Berlin. Ganz riskanter Skip bei Maverick. Oh, aber er kriegt ihn. Alter, das sind diese geilen Neon-Jumps. Und hier, Alter, also wer Insta-Kills hat. Ja, das sind Insta-Kill-Spikes. Krass. Das war sick, ja. Gut, dass ich das noch gesehen habe. So ist es bei den Fehler-Rates. Und hier nochmal. Überall kann was Geiles passieren. Normalerweise muss man da unten den Charge-Shot von den Gravity benutzen, damit der Aufzug hochgeht, aber durch so einen Neon-Jump
kann man es auch so machen. Die sind nicht so einfach, diese Jumps. Also jetzt kriegt Berlin Dude auch den Bite. Richtig. Was habe ich geflucht am Anfang bei ihnen? Ach ja, auch ganz wichtig, du darfst Bit und Bite nicht mit ihren Main-Waffen kaputt hauen, also mit Main-Weakness, weil du sonst später einen anderen Bossfight hast. Dann sind sie quasi komplett tot. Aber wenn du sie mit dem Buster oder irgendeine andere Waffe kaputt haust, dann sind sie nicht tot, sondern hauen nur ab. Okay. Und jetzt hat Berlin Dude den Eingang genommen für den Vile-Part. Was macht der da? Er hat aus Versehen gecharged, den Schuss. Dann hat der den großen Charge ausgeballert. Das sah lustig aus. Nicht so schlimm, er konnte durch Pause das resetten. Ich war nämlich auf Climb und bin dann runtergefallen, weil ich den Punch gemacht habe. Aus der Luft. Oh Mann, das sah lustig aus. Dann hat der Charge-Krankheit. Da ist er. Du willst ihn halt immer mit einem aufgeladenen, doppelt zweimal aufgeladenen Schuss haben, weil. Und dann erst rüber wechseln zu dieser Waffe, weil du die Waffe noch brauchst für die nächste Phase. Und ihn musst du tatsächlich mit dieser Waffe auch besiegen. Weil irgendwas war da. Irgendwie verändert sich sonst eine Stage später, glaube ich jedenfalls. Oberfett hier. Ja. Obernett eher. Hat gereicht. War noch zwei Schuss über. Ah, guck mal jetzt, wie Gyoki das macht. Gyoki macht das mit der genau. Im Aufzug, okay. Richtig. Das ist halt der normale Weg, wie man es macht. Sieht man wieder. On point. On point. Wobei ich aber sagen muss, dass von der Mega Man X-Trilogie die Musik beim dritten Teil einem ein bisschen schwächer ist als bei den anderen beiden. X1 natürlich für mich auf Platz 1, danach X2 und dann X3, was die Musik angeht. Heißt aber nicht, dass die Musik nicht trotzdem voller Banger ist. Es ist im Vergleich. Ja, im Vergleich nur. Was ist der Countdown bei Berlin Dude? Er hatte gerade so einen Countdown, der runtergegangen ist. Ach so, genau. Nachdem du Weil besiegst, musst du aus der Stage raus, weil alles kaputt geht. Super Metroid-Style. Of course. So, hier sehen wir auch den einzigen Einsatz bei Gio vom Rüstung. Ach nee, hat er. Ach du schon, er hat's gemisst. Hier sind wir jetzt bei Maverick. Das haben wir vorhin bei Berlin, glaube ich, nicht gesehen. Hier musst du mit dem Mac natürlich auch rein, um das Ding einzusammeln. Dieser Boss hier ist ganz lustig. Du kannst ihn tricksen. Und zwar, guck dir mal, achte mal auf sein Leben. Wenn du ihn aus der Luft erwischst, Immer noch kein Bite. Die Musik ist leider viel zu laut. Wart mal. Okay, er macht den normal laut, anscheinend. Okay. Gut, ich hab nichts gesagt. Also es gibt auch einen Trick-Strat. Es gibt halt eine krasse Strat, wo du ihn erstmal aus der Luft triffst, wenn er auch in der Luft ist. Und dann hast du die ähnliche Situation wie beim Seahorse, dass dass seine Iframes nur fake sind. Ah, okay. Dann machst du den Charge Lightning-Dingens und er verliert fast komplett das Leben. Aber hat er uns leider nicht zeigen können. Gerade mal sehen, ob wir es später bei jemand anders sehen. Genau, wie die anderen es angehen. Wir haben ein bisschen Story. Ist Berlin Dude durch mit den 8 Mastern? Ja. Revisits muss er aber trotzdem machen. Und zwar 2 Stück, wenn ich mich nicht irre. Einmal bei in der Drill Stage, Drill Dude, und einmal in der Ice Stage. Ah ja, nee, es sind doch Dings. Nicht die Ice Stage, sondern Gravity Beetle ist das.
Ja, 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 natürlich. Hier gibt's noch einen E-Tank, glaube ich. Ah, und den kann er jetzt holen mit den Fähigkeiten. Ja, ja. Nicht nur mit den Fähigkeiten, die Stage hat sich verändert. Da waren vorher Blöcke im Weg. Ah, ein bisschen Struggle. Aber ja, dieser Kleine ist ein bisschen nervig. Und da, jetzt kann er den holen. Vorher waren halt ein paar Blöcke da. Die Exit-Funktion erst ganz typisch, wenn du durch bist, Level einmal, ne? Wird sie dir angeboten. So, und das müsste jetzt der letzte Dingens sein. Revisit. Denn hier brauchst du den gechargten Thunder Clap sozusagen, damit du die Blöcke hier entfernen kannst, wenn wir gleich sehen. War hier. Machst Pause, damit die Animation geskippt wird, wählst eine andere Waffe an. Weil die Animation von den Stomp dauert halt extrem lange. Und wenn du eine andere Waffe anwählst, dann wird sie geskippt. Maverick macht die Fluchtsequenz, hat es aber auch mit 27 Sekunden übergeschafft. Mhm. So, aber das war's noch nicht. Denn für Berlin Dude braucht noch das beschissenste Upgrade in Mega Man X History. Nämlich der Helm. Der gute Helm. Und der Grund dafür ist, warum wir das als letztes holen, wirst du gleich sehen. Denn jedes Mal. Ja, ich sag erstmal nichts. Okay. Lass uns mal überraschen. Das ist total dämlich, dieses Upgrade. Hier nochmal Animationsskip. So, wenn du nämlich erstmal den Helm hast, dann passiert Folgendes. Jedes Mal, wenn du die Stage betrittst. Also wenn du irgendeine Stage betrittst, passiert Folgendes. Wirklich? Ja. Da sind die Items versteckt quasi. Deswegen macht man das als letztes, damit man es nur einmal sehen muss und gut ist. Denkt denn niemand an den Speedrunner? Ja. Alright, Sigma Stages bei Berlin Dude. Okay, wer wird sich den Elevator-Skip trauen? Also hier gibt es einen sehr, sehr schlimmen und schweren Elevator-Skip. Ich weiß nicht, ob ist das in der Stage? Nee, ich glaube noch nicht in der, oder? Also bei Maverick auch gleich so weit, hat die Katzen erreicht. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Nee, es müsste in der nächsten Stage sein, der Elevator-Skip, oder? Meine ja. Ein Zwischenboss, der. Alter. Guck mal, anstatt dass Zero einmal zuschlägt, nee, haut einfach ab. Ja. So. Lame. Ja. So, wenn Geo durchkommt, ich glaube, Maverick war bei 27 Sekunden raus. Auch. Exakt das Gleiche. Mhm. Hier gibt es nochmal das letzte Bonus-Upgrade. Das ist das, was ich erwähnt habe, dass du ganz viele Charge-Shots hast, ohne gecharged zu haben. Das ist also noch eine zusätzliche Waffe. So, hier wäre jetzt ein anderer Boss, wenn man Bit und Byte mit ihrer Weakness gekillt hätte. Mhm. Hier fusionieren sie zu. Richtig. Boyd. Und das ist zu vorzuziehen, ja? Ja, weil der viel schneller down geht. Der andere Boss ist halt extrem nervig und so ein Plattform-Boss und bla bla. Kannst du nicht vernünftig treffen. Hier kannst du den einfach tanken. Okay, machst halt genug Schaden. Man sieht mehr als genug Schaden, ja. Ja. Ah, hab ich natürlich nicht drauf geachtet. Karma Machine weg. Bei den Dings-Boss.
Bei den Krabbenboss, ob Kyo das gemacht hat. Tiebreaker. Ich glaube, bei Maverick habe ich auch nicht drauf geachtet. Na, wir haben ja noch Refights, da werden wir es spätestens sehen. Das wäre so, wie letztes Tor gewinnt. Weißt du, du liegst unendlich hin, aber letztes Tor gewinnt. Der Song. So, hier ist die Stage mit dem Elevator-Skip. Ich glaube, Berlin Dude wird ihn nicht machen, sollte er auch nicht machen, weil er ist jetzt gerade im Vorteil, aber das weiß er wahrscheinlich nicht, ob er vorne ist oder nicht. Es ist ein sehr, sehr risky Strat und... Die gucken ja auf die Schirme der anderen. Ja. Also. Das ist erlaubt. So ein bisschen zwischen den Stages. Übrigens hat man das gerade, glaube ich, bei Bolzen gesehen. Hat Bolzen das gemacht? Ja. Jetzt kommt die Sache mit Zero. Hier musst du kurz zu Zero switchen, um diesen Mid-Boss mit ihm zu erledigen. Er muss gekillt. Nicht gekillt. Oh, geschafft. Ja. Oh. Und dann stürzt er auf ihn runter. Oh nein. Warum weiche ich denn nicht aus? Oh mein Gott. Er war ja auch so schnell. Du bist der Helikopter. So, Gio jetzt bei den Revisits und Dings auch, glaube ich. Ah, nee, Quatsch. Doch. Bolzen auch bei den Revisits. Ich dachte, er hätte die schon. Während Berlin Dude schon in Sigma Stage 2 ist und total dominiert. So, hier ist der Eli-Skip. Ne, noch nicht jetzt, aber gleich müsste er kommen. Also, wenn er den überhaupt skippt. Oh, hast den E-Tank vergessen. Oh, macht er es? Oh, da wurde ein E-Tank vergessen. Er will es machen. Oh mein Gott. Ja? Ah! Oh. Verdammt! Aber es war so von wegen, es kalkuliertes Risiko. Ne? Ja, Er ist immer noch vorne, Alles noch vorne. Cool. Ungefähr. Wie wird der Elevator Skip funktionieren? Also du musst versuchen, da mit den I-Frames an den Stahl, an den Stacheln hochzukommen. Du hast gerade gesehen, er hat halt die Missile von den Gegnern gemisst. Also du musst es treffen lassen von den Raketen der Gegner. Das nochmal. Ja. Nochmal. Nee. Aha. Mach's nicht. Mach es normal. Ja, es ist halt extrem schwierig. Aber man will es halt natürlich showcasen. Er geht hin und zurück, um zu respawnen. Genau. Okay, okay. Ja? Oh. Ja? Yes! Alter! Dritter Versuch, aber fucking gut. Third Try hat wahrscheinlich immer noch gespart gegen ihn. Ja, auf jeden Fall. No? Das ist halt super lange Elevator nach oben, du musst warten. Du hast ja gesehen, das sind Schnecken, die extrem langsam hochgehen. Okay, dann mach ich meinen Job. Rush Coil gibt's in diesem Game leider nicht. So, und jetzt siehst du die Power vom Z-Saber. Du musst erstmal natürlich, du musst deinen Buster aufladen, zwei aufgeladene Buster-Schüsse machen und der dritte ist dann das Schwert. Okay. Das heißt, du musst immer vorher zweimal schießen und der dritte ist dann das Schwert. Ah, sehr gut vom Berlin Dude. Ja. Sogar noch den Eli-Skip gezeigt. Sehr, sehr gut. So. Saber Rush. Nochmal Stahlbolzen. Die Helmpower. Mhm. Oh, oh, Maverick. Was? Ich von ihm zu häufig treffen lassen. Der kann einen wirklich stunlocken, dieser blöde Boss. Aber hat sich. Ja. So, die Refights. Mhm. Und da siehst du, das ist die Waffe, die ich meinte. Er hat halt unendlich Charge, ohne chargen zu müssen. Er ballert zweimal daneben und dann kommt der Saber. Und diese Waffe lädt sich nur auf, wenn du dich selber treffen lässt. Okay. Ja, deswegen wirst du auch gleich öfter sehen, dass sie sich treffen lassen. Und den Z-Saber kannst du benutzen, auch wenn du weniger Leben hast. Ist nicht so wie beim Hadouken oder Shoryu. Kannst, denke ich mal, nachdem du die ersten beiden Schüsse gemacht hast, kannst du ein bisschen halten, die Aufladung vom Schwert. Die musst du nicht sofort raushauen. Ja, also kannst du auch mal so 15 Sekunden oder so. Du musst ja nicht mal halten, kannst einfach drücken. Ah, okay. Also, du chargst drei Stufen einmal nur, wenn du loslässt und dann musst du einfach nur drücken. Okay. Hier willst du aufpassen, dass du nicht in seine I-Frames das machst. Hat Berlin trotzdem sehr gut gemacht. Weil, der zieht nicht sofort 50% ab mit jedem Schlag, wenn du ihn mit dem Fernkampf-Attacke davon triffst, von dem Schwert.
Oh, Elis gibt gerade bei Maverick leider einmal in die Hose gegangen. Dann gucken wir gleich bei... Ja. Weil du warst ja auch beim dritten Anlauf, meine ich. Ja. Okay, das war mega dangerous. So. Ja, let's go, Maverick, let's go. Die Leuchtkugel machen? Ja, ja. Aha. Okay. Ja, oh. Ja, ja. Das war so wild, dass weiter. Ich schaut. Entweder er trifft oder ich. Yes, trifft. Das sieht gut aus. Ja. Okay. Alright, okay, er hat's. Okay. Sehr, sehr gut. Cool. Second Try, ja. Zweiter Anlauf für Maverick. Sehr geil. Aber alle sind gezwungen, jetzt den LRW, das gibt zu probieren. Müssen die. Ja. Sehen wir es diesmal bei Berlin, Dude, den Trick. Glaube nicht. Er weiß wahrscheinlich. Oh, doch, da! Da hat er ihn gemacht. Dabei! Er hat es ein bisschen anders gemacht. Ich dachte, man muss auf jeden Fall oben sein. Aber gut. Hab was gelernt. So weißt du fürs. Aber hast du gesehen, wie schnell sein Leben runterging, gesehen, ne? Ja, das war auch immer blub, alles weg. Der Hardcore-Boss. Er immer noch nicht weiß, warum er sich umdreht. Ja. Oh! Ah! Was geht hier? Hey, warte mal. Ach so, nee, natürlich. Berlin Dude lässt sich absichtlich treffen, um seinen Schuss aufzuladen. Diesen Special Buster. Ja, ja, trotzdem ja. Schneller mit, weil er das Schwert haben will, natürlich. Richtig, ja, okay, ja, okay. Ja. Du hältst auch super viel aus, weil du jetzt alle Upgrades hast, die krasse Rüstung hast. Auch wenn der Weg natürlich entsprechend lang ist, bis du an der anderen Seite der Wand angekommen bist. Lohnt sich ja trotzdem nochmal mit dem Schwert zu machen. Du musst ja nur zwei Hits mit dem Schwert treffen, von daher. Um Fischi. Hier willst du nicht sofort mit den Seabuster ihn hauen, weil sobald du in der zweiten Phase ihn hast, macht er ein anderes Pattern. Also erstmal auch nicht unterbringen, dass du mit deinem Schwert ihn runterhaust. Ja. So. Sehr gut. So, Elis gibt bei Gio. Das wird nicht. Okay, das Backup? Ist, den Backup kenne ich nicht. Okay, er hofft aufs Beste. Gut aus. Wait a minute, das sieht gar nicht so scheiße aus. Es dauert zwar länger, aber... Ah, come on. Okay, du kannst dich von den Gegnern berühren lassen da, ne? Du müssen die Projektile angewiesen. Ey, aber diese Schnecke... Ja, er hat's geschafft. Unglaublich, wow. Ey. Unglaublich. aber nice. Also, die Straight hast du noch nicht gesehen. Nee. Auf der linken Seite. Ja, sick. Aber er ist oben. Ich wollte gerade sagen. But what did it cost? Also wir haben jetzt 3 von 4 Eliskips gesehen. Was ist jetzt mit Bolzen? Wird er ihn uns auch zeigen gleich. Müsste er, ne? Ist ja seine Kategorie hier. Let's go. Oh, die Spikes berührt. Verdammt. Zu früh. Ja, und hier, wie man ganz gut sehen kann, Berlin Dude nimmt Intentional Damage, um seinen Schuss aufzuladen. Du hörst es auch an den Geräusch, machst du ein komisches Bieten. Ja, genau. Und Alien, so. Elevator Skip. Nee. Oh, ja, so lieber nicht, lieber nicht. Der erste Skunt. Come on. Also beim ersten wirst du dich vom Projektil treffen lassen. Ja. Und du bleibst super nah ran an der Wand. Um die zweiten, okay. Okay, ja, er... Ich glaube, er hat's. Okay, er hat's, ja. Sehr gut. Oh, bitte. Viermal Elis-Skip heute gesehen. Ja. What the fuck? Um zu sagen, Berlin Dude hat am meisten gebraucht bei dem Skip, aber hat ihm nicht zu viel nachher gebraucht. Ja. Explosion-Skip. Wenigstens. Ich meine, er ist auch nur einmal gestorben. Ja. Also, jeder ist, glaube ich, einmal gestorben. Entweder passiert so, oder? Ist er zweimal gestorben? Ich glaube, er hat mehr Anläufe gebraucht. Okay, das kann sein. Natürlich. Aber er ist nur einmal gestorben. Ich möchte gern festhalten. Der einzige so, Doppler, den willst du nicht hauen, während er dieses grüne Ding macht, weil dann heilt er sich. Schön erstmal weggucken. Gebraucht wie wir mit einem Versuch. Weil du da 15.000 Sachen gebraucht hast.
Weil ich was Komisches gemacht habe. Na, du hast was gemacht, was funktioniert. Hat funktioniert. Besser als die Schnecken zu laufen. Ich habe leider im Gesicht gesäbert, deswegen kein Skip. Mein alter Trainer hat immer gesagt, if it works, it ain't stupid. So, ich glaube, Berlin Dude müsste jetzt in den... Ist die letzte Stage schon? Ja. Du musst dann ansagen, wann zumindest Time. Wem wäre ich vielleicht dann die Zwischenzeiten mal nehmen? Je nachdem, wer da gibt es auch noch so eine kleine Escape-Section am Ende. Safety Animals. Da ist er, der Lümmel. Shield Sigma. Oh, Gott, ey. Ja, gut. Und der frisst einfach alles. Richtig X3. So, Mecha Sigma. Ekelhaft, X3. Er hat eine ganz kleine Hitbox auf seinen Kopf, deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Aber Berlin trifft ihn hoffentlich. Und die Strats, die ich... Ja, er wollte auch nochmal auf Vorsicht. Wollen alle nicht funktionieren. Er hat einmal gemisst, meine ich. Ja. Ein paar Sieglitch oder was? Okay, ein Treffer. Ah, ja, der ist so... Ich hab mal versucht, mich zwei Treffer. Gerne können. Allerdings, den kann ich ja... Er muss halt runterkommen, ja. Kannst ihn nicht so easy... Gerne können. Wunderbar. Alright, also sehr gut. Ist noch nicht Time. Schubsequenz, ne? Ja. Ja, du sagst dann und check in der Zwischenzeit. Nur einmal Energie verbraucht. Oh, ich hoffe, ich hab alles. Pyrus. Power der Grafik. Ja. Denke ich mir da auch immer. Wer ist nicht der erste Run, der so eine PB dadurch wegschmeißt? Weil er vergessen hat, noch einen Boss zu machen. Er ist nicht der Erste. Ich gehe dann immer extra den großen Bogen, um das nochmal nachzugucken. Ich kriege dich! Lauf nicht weg! Schlingel. Und Time. Einen großen Time. Bogen machen. Okay. 2, 7, 12. Wir Berlin Dudes. Sehr, sehr geil. Ja, machen wir schon mal. Ja, wir gucken natürlich noch den anderen drei zu. Jetzt können wir es ja sagen, wir haben nicht gewinnen lassen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das Geschenk zum Abschied, ne? Natürlich. Und guck mal, was er sich verdient hat. Er hat zwar selber mitgebracht, aber jetzt ist der leere Platz im Regal wieder voll. Ja. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Und dafür noch so eine gute Zeit. Ja, das ist echt sehr gut. So gut, zwischenzeitlich 2-7, ne? 2-7-12, ja. Doppler Stage 1, alle drei Spiele. Du kurz vor dem Abgrund warst. Ja, ja, da dachte ich mir, Da waren so, Maverick jetzt aber auch in der letzten Stage. Ding vor mir. Und was macht man dann? So viele Refiles haben die anderen auch nicht mehr, ne? Das ist aber krass. Maverick hat wirklich in X1 und auch in X3 ein bisschen gefailed. Weiß nicht, wie und trotzdem noch so gut und gar nicht mal so weit hinten ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, es war eben gerade das bei X1, dass er sich trotzdem noch mal nach vorne ein bisschen geschoben hatte. Aber Berlin Dude hat so einen Vorsprung herausgespielt, dass es trotzdem schwer geworden ist. Also auch wenn die letzte Stage jetzt nicht die längste ist. No? X2 von Berlin Dude war richtig gut. Richtig, richtig gut. So eine Anspannung-Race ist schon heftig. Ja. Der Körper. Es ist was anderes. Durchdreht, so. So, jetzt kommt der große Boss bei Maverick. Und gleich gucken bei den anderen beiden, wie viele Refights da noch rüber sind. Nicht mehr so viele wahrscheinlich. Ja. Bei Race-Bedingungen habe ich wieder ein rotes Ohr nachher. Vom Mikrofon. Ich liebe das ja. Race, ich finde Racing total geil. Ist einfach ein anderer Druck. Ja. Ganz anderer Druck. Oh! Daneben. Oh, Hypersea, Glitch, Verkauf. Das heißt, jetzt müsste er sich noch zweimal treffen lassen. Ja. Jetzt gleich. Komm her. Alright. Oh, man, du Big Boy.
Hau dir mal in die Fresse. Genau. So, ich glaube, letzter Refight für Bolzen auch. Und Gio ist durch mit den Refights. Ja, so ein bleiben wir mal die Zahlen von Maverick sagen, wenn ich doch sie ganz durch habe. Er ist aber knapp 3 Minuten gleich hinter Berlin Dude. Etwas über 3 Minuten sogar, also Respekt, 3 Minuten in 3 Spielen rausgearbeitet. Krass, auf jeden Fall. Bis auf Carpet haben wir alles gehittet. Ja. Oh nein. Irgendwie, ja. Irgendwann. Können wir sogar noch mal den kompletten Abspann sehen. Scheiße. Ah, da hast du gesehen bei Gio, er hat aus Versehen in sein Schild geballert und der Boss hat sich wieder geheilt. Unglaublich. Muss auch. Ja, ja, schon wieder. Sag mir Time gleich, ne? Ach so, ist schon Time. Sorry. Oh, okay. Ja, ich hab gerade bei Duke, aber ja. Und dann waren es 2:10. 32 habe ich gestehen, also wahrscheinlich noch ein paar Sekunden weniger. Ja, es sind 29 oder so. Kann. Vielleicht. Ja, das ist gut. Ja, das habe ich ja jetzt gesehen. Kannst du alles verkacken im Spiel. Das habe ich halt X3. Kannst auch Weihe einfach nicht zerstören. So nach das ist aber gerade im Moment dann noch Gio vorne vor Stahlbolzen, oder? Ja, weil Gio hat den Boss gerade schon. Das müsste die letzte Stage kommen, ne? Ja. Moskito tötet mein Zero. Jo. Und dann bist du wieder bei Dr. Kane. Ja, ich kann nicht weitermachen, Dr. Kane. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Schnell durchjagen. So. Zeig mal, Italiener, was du kannst. Nix. Davon ganz viel. Ah, guck mal, schön, die Regie hat das sogar nochmal ergänzt hier. Cool. Schön. Vielen Dank. Okay. Also, schön, die Phase. Hä? Also, Caesar Shrimper. So heißt der auf. Ja, genau. Ja, Farnisch, oh mein Gott. Ich kenne nur die Caesar Sisters. Ja. Ja. Und dann schon. Die Neons, die scheiß Neons heute, wa? Das war aber auch eine Katastrophe. Shining Tiger mit einem D am Ende. Richtig mitgefühlt bei euren Neons. Alles voller Subpixels hier. Ja, die sahen auch alle eigentlich gar nicht so schlecht aus bei mir. Also Gio im Moment vorne. Einen Treffer braucht er noch. Doppler-Backup? Okay. Oh, Doppler-Backup, ja. Ja. Ich muss ihn halt zwar mit Hyper-Season reinballern. Bum, 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 das darf aber der Escape. Sequence nur nicht sterben. Ist das, dann hat er es. Ist das gut möglich? Ja, ja, du kannst halt runterfallen, ne, wenn du die Jumps nicht richtig triffst. Du sagst, eigentlich kann ja nichts passieren. Ich muss ja nur hochklettern. Ich muss ja sagen, auch eigentlich kann nichts passieren. Aber irgendwie schon. Ja, ja. Konzentrier dich, Gio. So, ja, Konzentration. Ich spiele das jetzt ganz safe. Ich war auch noch mal gestorben. Auch noch mal 4 HP. Die Doppel-4-HPs hier neben uns. Hoppla. Kann ich auf die HP gehen? Ich hab ja genug HP. Ja. Kann ja alles bohren. So, kein Problem. Nein. Okay. Oh. Sehr gut. 2, 13, 17 bei Gio. Und schnell die Fluchtsequenz jetzt noch bei Stahlbolzen, da können wir gleich final Time. Aber was war die größte Verkacke in dem Race? Stage Select. Stage Select Stage von Stahl, weil er mir zu gut bei mir X1 mit den ganzen scheiß Huddles. Nee, wir brauchen und dann brauchen wir einmal groß Scheiße, war ja hier. Er hat ja auf meinen Bildschirm geguckt und hat er schon fertig. Und dann ist die falsche Stage gegangen. Das war schon richtig krass. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Und jetzt müsste auch gleich das Finale bei Bolzen erreicht sein. Time. Alright. Okay, 2, 13, 55. Plus 6 Minuten oder so. Gar kein Thema. Gregor, das war der Hammer. Ja, das war nicht was für ihr, oder? Haben wir so gut gemacht. Oh Mann. Also ja, da können wir uns ja mal zuschalten lassen. Könnt ihr uns hören da oben? Ja, wunderbar. Ja, Leute, herzlichen Glückwunsch. Was für eine Leistung von euch allen. Wir sind hier unten schweißgebadet, haben natürlich die härteste Arbeit gemacht. Sag mal, Berlin Dude, wolltest du alles nochmal liegen lassen jetzt hier? Ne? Ja. Keine Gefangenen gemacht. Ja, ich dachte mir, naja,
Elevator Skip habe ich aber echt Schiss gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja, ich erst mal schon gestorben bin. Ohne Spaß, wir hatten noch viel mehr Schiss als du, glaube ich. Erster Elevator Skip, schön nach oben gedrückt, ist dann nach rechts gegangen. Ja. Schön in die Spikes. Ich dachte so, jawohl, jetzt noch ein Game Over. Fangen wir wieder von vorne an die Stage. Du warst ja weit genug vorne, wäre ja egal gewesen. Ja, ja. Also, Berlin Dude, dein Mega Man X2, das war der Hammer. Wahnsinn. Also, danke. Da hast du richtig abgeräumt. Also, jeden Krieg fast getroffen. Also, ja, also ich war auch sehr happy über den 100%-Skip, dass der geklappt hat. Wenn man in die Mitte runterfällt, das geht halt nur bei 100%. Aber ja, X2, bei uns dreien auf jeden Fall sind wir da immer so. Weil das ist nicht unser Lieblingsspiel. Nee. Weil Speedrun. Aber ja, gut, da ich das Ding jetzt gewonnen habe, spende ich Gregor oder Sia, wer es gerne, ihr müsst euch darum jetzt kämpfen in Street Fighter 2. Die Kassette gehört einen von euch oder euch beiden oder gerne in die Vitrine. Wir prügeln uns mit ganz, ganz normalen Faustkampf, wie früher, ne? Ja, wie letzte Woche meinst du? Ja, letzte Woche. Ja, da bedanken wir uns natürlich dafür. Leute, aber auch wenn du vorne gewesen bist, Berlin Dude, also so riesig waren die Abstände jetzt auch nicht. Maverick, du hattest bei X1 ein paar unglückliche Tode. Wie war die Situation für dich danach? War es entspannter zu sagen, okay, jetzt muss ich nichts mehr beweisen, sondern ich versuche so gut zu spielen, wie es geht? Oder hast du dir da selber noch mehr Druck gemacht? Also ja, also ich habe mir nicht der Druck war da in dem Moment, wo ich immer wieder gestorben bin. Und dann dachte ich irgendwann, ach scheiße, ey. Irgendwann, ach scheiße, und X2 hole ich wieder auf. Und das war dann am Ende auch so, ne? Also, ja, dein X2 war auch sehr, sehr gut. Du bist also wirklich durchgeflippt. Absolut, wirklich, da hast echt viel Zeit gemacht. Auch X3, muss ich sagen. Ja, ja. Und ja, ich hab nur noch gesagt, ey, gib Stoff, Digga. Jong. Was ich auch sehr, sehr cool fand, war, dass ihr bei X1 zwei Leute hatten andere Route-Diversions. Ja. Das war ziemlich nice. Also Gio hat die drei Routen, sag ich mal, die World-Record-Route genommen. Während Berlin komplett eine andere genommen hat, die safere Route ohne Carpet und ohne Iceless. Die Baby-Route. Ja, war trotzdem sehr, sehr gut. Ja, aber konstantes. Ja, hat das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr spannend gemacht. Und es war wirklich ein Vergnügen, euch zuzuschauen, wirklich. Vielen Dank, ja. Hat uns gefreut. Wir waren auch ganz schön angespannt die ganze Zeit. Also so die Anspannung gerade bei X2, also ich spreche jetzt nur für mich, aber ich denke, ihr werdet zustimmen, das 2-Stunden-Race ist nochmal was anderes als nur ein Run. Ja. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr froh, mit euch nochmal geraced zu haben, live in Action. Ja, ich hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen. Wo auch immer. Macht irgendwann freuen. Urlaub und dann kommt ihr nach Deutschland. Oder ihr drei fährt nach Zypern. Genau, oder das. Machen wir bei mir zu Hause und dann hole ich noch drei alte Online-Event dann. Nee, aber wirklich, ich bin sehr, sehr happy als Abschluss für mich in Deutschland, in Berlin mit euch nochmal dieses Event zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem ganzen Stress, den wir die letzten Wochen hatten, Training und so und Races, das war es wert. Also absolut, das war es wert, weil sowas... Auf jeden Fall. So ein, ich kann den großen Klatsch nochmal ja. So ein Gefühl und so ein Competition, Wettbewerb, sowas, für sowas leben wir, also für als Speedrunner. Da muss ich sagen, genau sowas macht Speedrun aus. Ja, absolut. Auch Gio und Stahlbolzen natürlich, auch wenn ihr ein kleines bisschen dahinter wart, bisschen. Aber nicht allzu viel. Ja, ein bisschen. Kleines bisschen. Gio, ging's mit der Hardware? Das hat tatsächlich alles super geklappt. Ich wollte jetzt, wenn ich Letzter geworden wäre, dann hätte ich es natürlich hart auf die Hardware. Aber das ging wirklich super. Ich schieb meinen letzten Platz auf die Hardware. Ja, genau. Das ist deine eigene Hardware. Nee, tatsächlich war es nicht groß anders. Also man hat im Warmspielen habe ich es ein bisschen gemerkt. Und dann ging das aber. Das hat man ja auch gesehen, glaube ich. Also wir haben ja, wir haben, glaube ich, alle Tricks über die drei Spiele genäht und gezeigt. Außer Carpet. Und ich bin immer noch ganz fest der Ansicht, ich hab's bei Stahl, habe ich auf den Bildschirm geguckt und bei mir, ich bin ganz fest der Ansicht, dass uns das Spiel betrogen hat an der Stelle. das ganz, ganz fest. Aber es war trotzdem Wahnsinn. Ja, absolut. Also Stahlbolzen, bei dir auch, wie war das empfinden? Welches Spiel hast du denn am ehesten, am stärksten für dich empfunden? Waren alle schlecht. Ja, das
Das Problem war, also ich will jetzt keine Ausbildung, aber ich hatte schon kalte Hände am Anfang. Ne? Deswegen war das mit den Inputs ein bisschen schwierig. Aber also von dem, was ich gesehen habe, würde ich tatsächlich. Also es waren einige Sachen dabei, die echt gut geklappt haben. Aber ich meine, zum Beispiel X3, da Stage Select kann passieren, blöd gelaufen. Mhm. Ich glaube, in X1 habe ich ewig bei D-Rex gehangen, weil ich da meine Subtanks verbraten habe. Ja. Und ich glaube, X2 war, glaube ich, okay. Bis auf Sigma am Ende noch mal den letzten Shoryuken ein bisschen vermasselt. Ja, wir haben ja noch gerade gequatscht, ganz kurz. Das hat mich so an GDQ erinnert. Es gab ein Vierer-Race da. Ja. Und Tiki und Warriors Prime haben nebeneinander Intro geguckt. Und Warriors Prime hat auf Tikis Bildschirm geguckt und hat gar nicht gemerkt, dass er Double Passive hat und ist gestorben. Das ist mir so, als du den Stage Select gemacht. Er hat nämlich gesehen, dass ich eine Stage weiter war. Und ist dann in die nächste Stage gegangen, weil er dachte, ja, jetzt ist er. Ich glaube, theoretisch hätte ich die so spielen können, hätte ich halt nur ohne Säure den Mittelboss machen müssen. Aber ja. Aber wer Spanat muss leiden. Ne? So, genau. So oder so, aber wir danken euch für diese wunderbare Unterhaltung hier. Und Berlin Dude, auch wenn es das letzte Mal klassisch jetzt hier ist, ich hoffe, die haben in Zypern gutes Internet. Muss mal Bescheid sagen, ne? Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Auf jeden Fall. Ist es dann Zypern Dude oder ist es immer noch Berlin Dude? Ich muss bei Berlin Dude bleiben. Wir haben das ausprobiert und es hat keiner verstanden. Alle haben gesagt, wer ist Cyprus Dude und wollten mich alle wissen. Weiß ich nicht. Also ich werde schon Berlin Dude bleiben. Im Herzen auf jeden Fall. Und nur weil ich weg bin, heißt das noch lange nicht, dass ich wirklich weg bin. Steht auf dem Perso dann anders drauf. Genau. Berlin Dude in Zypern. Checkt ihr da draußen gerne sowieso auch mal die vielen alten Folgen aus, in der Berlin Dude und auch Maverick dann mit dabei gewesen sind. Und Gio und Stahlbolzen hoffentlich in Zukunft dann auch noch mal mehr. Wir wollen euch da draußen auch noch mal sagen, wenn ihr euch bewerben wollt, speedrandale@rocketbeans.tv, meldet euch gerne auch direkt bei sia@simiclove, bei X. Bei X oder twitch.tv/simiclove101. Du hast ja auch schon mal ein bisschen Mega Man gezeigt. Das ein bisschen, war noch, ja. Machst du immer noch Wily Wars, oder? Habe ich doch jetzt schon. Habe ich jetzt schon ein bisschen gefinisht. Aber ich werde es vielleicht noch mal irgendwann. Okay, das passt ja. Aber ich suche jetzt gerade einen neuen Speedrun. Mal gucken, was es wird. Ihr könnt da draußen in die Comments mal reinschreiben, was ihr euch vorstellt. Und sagen, wir gehen zum Abschluss noch mal rüber ins Studio. Wir bedanken uns, ihr da draußen checkt unten in den Videobeschreibungen nochmal die entsprechenden Twitch-Links aus, damit man euch da auch findet, wenn ihr streamt und die anderen Sachen macht. Und wir geben euch einen Applaus. Habt ihr fantastisch gemacht. Danke nochmal an Rocket Danke, Games, dass wir hier sein dürfen. Ihr von sehr, sehr gerne. Tut. Und hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ja, das hoffe ich auch. Die eine oder andere Art. Dann sagen wir danke und wir sagen tschüss, bis dann. Bye, ciao, bye. Ciao, ciao.